Herzlich willkommen zu Einblicke, Gesichter der Eifel und ihre Geschichten. Schön, dass Sie alle da sind. Was ist faszinierender als das Leben selbst? Das ist der Ursprung dieser Einblicke, die es seit 13 Jahren mittlerweile gibt. Das Leben in all seinen Facetten, Siege, Niederlagen, Höhen, Tiefen, Freude und Trauer. Alles liegt beieinander und es ist das Schönste, was der Mensch eigentlich und das Wertvollste, was er zu bieten hat. Diesen Lebenswegen nachzugehen in einer recht lockeren Form, wie Sie sicher schon vermuten oder vielleicht auch wissen, ist das Anliegen der Einblicke. Ich meine Kultur im ureigensten Sinne. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, unsere Persönlichkeiten aus der Politik rund um Andreas Gruppert, unseren Landrat, Menschen hier aus der Wirtschaft, die Banken sehe ich, die Dr. Hans-Simmons-Stiftung aus unseren Firmen und viele ehemalige und jetzige Bürgermeister und so weiter, Familie, Freunde und Weggefährten meines heutigen Gastes. Sie erlauben mir, dass ich nicht individueller vorgehen kann, weil ich möchte loslegen. Er war kein Jungspund mehr, als er doch noch den Sprung in die Fußball-Bundesliga schaffte. Wir alle hier in der Eifel hatten eigentlich schon fast nicht mehr damit gerechnet. Wir wussten natürlich, das ist ein Besonderer. Einen viel besseren haben wir gar nicht. Das ist unser Top-Mann, der mit Begeisterung Tore schießt, der nichts anderes im Kopf hat, als Spiele zu gewinnen, der sich dabei selbst und auch andere nicht schont. Ein Stürmer, der dahin geht, wo es oder dahin ging, wo es weh tat. Keine 2 Meter groß und trotzdem waren Kopfbälle sein Ding, nämlich in den Bereichen, wo andere die Füße nahmen. Also ein interessanter Sportsmann unserer Region. Er schaffte den Sprung und setzte dann noch ein Sahnehäubchen obendrauf, sodass es auch noch tatsächlich in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs schafft. Toll, dass das heute klappt. Für mich war es klar, dass er irgendwann hier dabei sein würde bei Einblicke Regional. Herzlich willkommen, Edgar Schmidt. Hallo. Bequem. Ja, ne? Ja, ist gut. Das ist ein Kennzeichen. Das ist die Firma Fischer. Die haben ein wunderbares, das war nicht abgesprochen, Einrichtungshaus hier in der Saarstraße. Und wir sind sehr stolz und froh, dass uns exakt diese Firma so unterstützt, wie sie es tut. Vielen Dank, Hans-Leo und deiner lieben Frau dafür. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch ein bisschen Produktwerbung mitgebracht. Ja. Also die Vorlagen zu geben, normalerweise bist du ja der versenkt. In dem Fall habe ich jetzt mal das 1:0 geschossen, würde ich meinen. Aber Möbelfische ist gut. Ja, also Edgar, ja. Ich habe gesagt, wir haben fast nicht mehr damit gerechnet, dass du diesen Sprung in die Bundesliga noch schaffst. Es war recht spät oder hattest du das immer im Visier, dass es klappen müsste? Gehen wir alles chronologisch durch? Fang du mal an, noch Fragen zu antworten. Dann kommen wir am besten klar. Also Folgendes, wenn man Profifußball verstehen will, dann muss man wissen, dass vieles über Automatismen läuft, über kognitive Adaption, über physische Adaption, also Anpassungen. Und ich habe in einem gewissen Alter, da kann ich nachher drüber erzählen, den einen Punkt gekriegt, wo ich dann sage, oh jetzt bin ich ein guter Spieler, jetzt weiß ich, wie es geht, ich weiß, wie ich mich zu bewegen habe, strategisch zu bewegen habe. Nochmal, um ganz kurz zu kommen, in Bitburg konnte keiner wissen, dass ich Profi werde. In Salmrohr konnte keiner wissen, dass ich Profi werden würde. Zumindest man hat es in Ansätzen ab und zu gesehen, aber ich wusste nie, warum ich gut spiele und bin sauer geworden und habe mich tierisch aufgeregt, wenn ich schlecht gespielt habe. Und erst in Trier im ersten Jahr, als ich ein Interview gelesen habe, kann ich nachher drüber erzählen. Ja, machen wir. Kam das gewisse eine. Und dann konnte ich lernen, und da war ja auch mein Freund Werner Platz, war ja mein Trainer. Das war das zweite Jahr in Trier, wo ich, glaube ich, auch als Mensch gereift bin.
wir kommen an diese Lebenskreuzung, so würde ich es nennen, weil da dieser Klickeffekt passierte, wo du sagst, und jetzt muss ich das eben anders angehen. Aber es gibt einen langen Weg dahin. Jeder Erfolg, jeder Höhepunkt in einem Leben, alles Besondere hat eine Vorgeschichte. Und sie ist recht häufig sehr verworren und kompliziert. Es begann in Rittersdorf, einem kleinen Ort hier bei Bitburg. Was bedeutet dir Rittersdorf immer noch? Oder ist es damals etwas Besonderes für dich gewesen? Na, Rittersdorf ist natürlich mein Heimatort. Da bin ich geboren, da bin ich groß geworden. Da habe ich die schönste Zeit in meinem Leben vollbracht. Und man muss ja eins wissen, wenn man meine Fußballkarriere verstehen will, und dann muss man auch meine Sozialisierung verstehen, die Eifel verstehen in den Jahren. Das waren die 60er Jahre. Meiner Meinung nach sah das irgendwie noch alles schwarz-weiß aus. Und die Eifel mit ihren besonderen Menschen, aber die Eifel ist natürlich auch über Jahrtausende geprägt. Wir reden nachher über Ängste, die zum Beispiel von der Kirche extrem geprägt worden sind. Schuld, Sühne. Zu heiß das Thema, wenn es nachher gedreht wird. So heiß? Nee, aber um Gottes Willen, ich bin nicht gegen die Kirche, gegen die Institution, aber es wohnen doch in unserer Region historisch gesehen viel Arbeit. Aber wie kamst du zum Fußball, Edgar? Was bedeutete dir Fußball als junger Mensch? Wie? Alles. Ich habe auf der Straße mit 4 Jahren eine Ball geschenkt gekriegt und habe auf der Straße gespielt. Wer war derjenige um dich herum, der dich so ein bisschen auch anspornte? Kinder wollen etwas zeigen, sie wollen, dass Erwachsene drumherum sind, die sie anspornen. War es dein Vater, war es deine Mutter, war es dein Nachbar? Keiner. Ich habe ja schon als kleiner Junge jedem erzählt, dass ich Bundesliga-Profi werde. Ja. Ja, da geht es um jedem. Ich war natürlich sehr, sehr klein. Ich war retardiert und ganz, ganz klein. Und selbst als ich nach Bitburg hier in die erste Mannschaft kam oder mittrainieren durfte, hat mein Freund Rainer Stalbes mir den Namen Hustegutze gegeben, weil ich so klein war. Ne? Und er wusste da, glaube ich, gar nicht mehr. Oder wo ist er? Immer wenn ich durchs Dorf gegangen bin, weil ich so klein bin, haben sie mich gehänselt. Aber ich war so ein kleiner Hübscher. Ne? Und dann haben sie, was? Ein Hübscher? Ja, ein Hübscher war ich. Ja, ja. Und als ich da 15 so war, dann haben die Mädels immer gesagt, ist der klein, ist aber süß. das willst du nicht hören. Ich war mit 15 Jahren 1,46 groß. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin nicht süß, ich kann töten. Konnte ich aber auch nicht. Aber dieser Fußball auf der Straße, der damals bei uns in den Dörfern machbar war, weil noch nicht viel Autoverkehr war und so weiter, mit deinen Freunden im Dorf, da muss doch irgendwo auch, muss ja irgendwann mal Ordnung ein wenig rein. Du bist dann zum FC Bitburg gegangen. Warum bist du nicht beim SV Rittersdorf geblieben zu Beginn? Mein Vater? Aber andersrum, wir haben in der Nimsgasse Fußball gespielt und mein erster Zuschauer war mein Opa de Lingert. Und der hatte keine Ahnung von Fußball. Er hat aber seinen kleinen Enkel gern beim Fußball zugeguckt. Und dann kam der Onkel, sein Sohn, der Onkel Bernhard, der war hier Jugendleiter in Bitburg. Und dann hat der gesagt, der Edgar muss jetzt nach Bitburg. Und abends am Tisch hat mein Vater dann gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass ein Fußballverein, war ja 5 Jahre alt, ich wusste ja gar nicht, dass das gibt in dem Sinne. Und dann bin ich zum FC Bitburg. Ja. Und da war der Horst Asjan, ich habe ihn eben gesehen, war mein erster Trainer. Und da bin ich da hingekommen und hat der Horst mir die Hand auf den Kopf gelegt und hat gesagt, oh, da muss aber noch viel schmieren erst. Horst, wo bist du, Horst? Genau. Aber da muss man sich mal vorstellen, meine erste Fremdsprache war, wie viele Rittersdorfer Jungs, mit 6 Jahren Hochdeutsch. In der Schule. Und dann, bei uns gab es keinen Akademiker oder irgendwas. Waren alle gleich. Und wenn der Sohn vom Bürgermeister mal, oder andersrum, da wurde Führung nicht formal aufgestellt. Wer nicht pariert hat oder irgendwas oder in der Gesellschaft bei uns in der Gruppe nicht klarkam, da konnte so ein Bürgermeister sein Sohn sein, dann hat er Sänge gekriegt. Das war so. Aber war das auch beim FC Bitburg im Verein so, dass man sich total unterordnen musste? Oder ja, ich habe ja erstmal welche Hierarchie ist maßgeblich im Fußball oder war in dieser Zeit maßgeblich? Nee, ich bin ja nach Bitburg dann zum Horst, wie gesagt, hin und ich konnte ja kein Hochdeutsch. Und hier waren alle dann, die haben alle Hochdeutsch gesprochen. Ne? Also habe ich erstmal gar nichts gesagt.
Weil ich aber clever bin, habe ich auch schnell Hochdeutsch gelernt, so gut es ging. Ne? Und nach ein, zwei Jahren, aber ich war auch ein Jahr jünger, ich war wesentlich kleiner. Also das war schon... Wer hat dich geprägt beim FC Bitburg? Du hast eben Horst Aschen als erster Trainer. Welche Personen dann, soweit ich weiß, damals war doch Mijatovic in dieser Zeit, war doch Trainer der Senioren etc. Oder? Ja, das war auch cool. Also als erstes muss man sagen, ich werde ja oft gefragt, wann kommt der nächste Junge aus Fußball aus der Eifel? Und ich habe ganz am Anfang mal gesagt, der kommt nicht mehr. Da hat er mich beschimpft und eigentlich auch zu Recht. Ich würde mir ja wünschen, dass da mal einer kommt, aber es muss aus einem selbst kommen. Ein Junge, der es packen will, der muss intrinsisch motiviert sein, aus dem Inneren selbst kommen. Und wer das nicht hat, kann schon kein Profi werden. Die Eltern, die Väter können so viel machen, wie sie wollen. Sie müssen dem Jungen fördern, da war mein Vater wirklich oder meine Eltern wirklich klasse. Du musst sie fördern und fordern, aber mein Vater hätte nie sich vorstellen können, dass ich Profi werde. Nee. Und dann war ich, und ich habe in der B-Jugend, in der A-Jugend trainiert, in der A-Jugend habe ich dann, bin ich mit 16, muss im Februar so gewesen sein, bin ich dann zur ersten Mannschaft, ja. Schön, in kurzer Hose, es war kalt. Dann bin ich von Trainer, habe ich mich hingestellt, Peter Mijatovic, und habe ich gesagt, so ein bisschen in Erinnerung, Trainer, ich möchte gerne bei Ihnen mittrainieren, weil ich werde Bundesligaspieler. Ich will so gut werden wie Walter Hoffmann und sogar besser. Walter Hoffmann, Riesen-Dings, den habe ich immer auf der Matte zu. Aus Mettendorf, oder? Aus Mettendorf. Feiner Kerl, toller Spieler, links außen, ja. Mutig nach vorn. Und ich habe ihm immer auf der Matte zugeguckt, also die guten Mannschaften noch. Und da guckt er mich an und sagt, ja, mein Junge, kannst mittrainieren. Und da habe ich so, oh, gut, also habe ich mittrainiert. Und dann bist du natürlich auch ab und zu, ich war ja klein, wendig und aber auch frech. Und dann kam ich ab und zu mal auch an der rechten, also ich über links, und dann gab es so einen rechten Verteidiger, der hieß Werner Platz, da kann schon mal sein, dass du über der Aschebein geflogen bist. Da gab es zwei Möglichkeiten, entweder hörst du auf oder du ruselst dich und gehst nächstes Mal nochmal zum Werner Platz. Ja, aber das sind doch die Lernprozesse, an denen jeder Spieler eigentlich vorbei muss, der etwas besser werden will und größer werden will. Mir war das egal, ja, ich habe ich habe keine Angst gehabt. Was das betrifft. Na, ja. Zahlt man da auch schon mal Lehrgeld, bitteres Lehrgeld? Oder ist das alles wunderbare Münze? Wenn man alles gibt und sich leidenschaftlich reinhaut, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Nee. Man muss am Ende des Tages das Spiel als Strategiespiel verstehen. Also ich konnte als kleiner Junge nicht wissen, ob ich intellektuell oder genetisch überhaupt auf dem Level spielen könnte. Ich konnte nicht wissen, dass ich irgendwann 83 Kilo Kampfgewicht habe bei 1,85. Ich habe ja im Grunde genommen immer gegen Größere gespielt. Und wenn man auf hohem Level gespielt hat oder auf der dritten, zweiten Liga manchmal, da war es so, da war die Schule vom Werner Platz sehr gut. Zum Beispiel, oder Andi Möller hat mir letzte Woche erzählt, vor zwei Wochen haben wir beim Golfturnier genommen und sagte, ja, jetzt habe ich mit dem Kokser gesprochen, also mit Jürgen Kohler, der hat gesagt, weißt du was, wenn die Stürmer kommen, der Erste muss sitzen. Das heißt, das war ja früher, war die Stürmer eher freiwillig noch. Bei dir nicht, aber... Oh. Also, wir haben das dann beendet. Oder andersrum, Rudi Völler, es steht Halbzeit 0-0 in Karlsruhe. Und Leverkusen war eine technisch gute Mannschaft, aber wir waren ja eher... Und da kommt Rudi in der Halbzeit an mir vorbei und sagt, ich sag mal, was habt ihr da für Wahnsinn, die Verrückten, das gibt's doch gar nicht. Hat er Bilic und Schuster gemeint. Da sagt Rudi, da musst du ganz locker bleiben. Du hast die zweimal im Jahr, ich fünfmal die Woche. und nachher sage ich auch über das strategische Verhalten noch, was dazu gehört... schlafe ich nachher. Pass mal auf, ich meine, das ist hier zu bedienen. Ah, okay. Du musst erst das... Ah. Ja. Ich
Ich wusste auch, dass Möbel Fischer. Ich dachte. Möbel Fischer uns da nicht im Stich lässt. Also mit dem Ding hier musst du arbeiten, das steht fest. Ja, ja, ja. Dann rastet cool. Das ein. Ja, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass Top-Fußball auch Menschen und Spieler braucht, die in der Lage sind, Strukturen zu erkennen und systemisch auch sich in ein System anzupassen und auch eine Idee davon haben, wie ein Spiel funktioniert. Das größte Geheimnis meiner Meinung nach im Profifußball auf ganz hohem Level ist, Raum und Zeit zu beherrschen. Raum, wenn ich zum Beispiel gegen, sagen wir mal, Bielic oder Schuster gespielt habe, da wusste ich, oder hier gegen Dirk Hachmann, ne, Dirk, damals, ja, ja, klar, ich noch, damals in der dritten Liga bin ich noch sehr oft, ich nenne das mal Infight, ich bin sehr oft in den Rand, habe mich gedreht, gespielt und gemacht. Hätte ich 3 Jahre später auf Bundesliga-Niveau anders, wäre ich ihn anders angegangen. Aber du musstest dann wissen, wann, der Dirk ist ja gern reingekrätscht, und dann wann muss ich ganz nah an ihm ranstehen, dass er ja nicht mehr grätschen kann. Stehe ich aber einen halben Meter weg, kommt er von hinten geflogen. Also nicht negativ gemeint. Dirk, ich sage mal, wenn einer hier in der Bundesliga damals es packen will, dann müsste eigentlich einmal am Dirk vorbei. Oder andersrum, ich habe Frank Mill vor ein paar Wochen getroffen, und sagt er zu mir, du hast doch in Salmrohr gespielt. Sag ich, ja. Boah, da war einer, du leck mich an der Tech. Boah, sagt der Dirk Hartmann, heißt der. Ja, 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 ja. Ich habe ein Spiel von euch zweien geleitet, das weiß ich noch. Echt? In Leiden oder wo? Ja, irgendwo habt ihr gegeneinander gespielt. Unfassbar. Ich habe immer Tore geschossen. Ja, ja, und er hat sich Mühe gegeben, es zu verhindern. Aber das war schon, ihr wart schon zwei gestandene Persönlichkeiten auf dem Feld, ja. Also sind es doch auch, es gehört eine Strategie dazu, es ist diese mehr, ein Fußballer braucht nicht intelligent zu sein, das können wir gleich zur Seite schieben. Vielleicht ist es eine andere Art von Intelligenz, jedenfalls, wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich sortieren. Beim FC Bitburg, kannst du spontan sagen, welche Menschen dir da entsprechend auch, und das ist immer so, geholfen haben, diesen Weg zu gehen? Ich will aber gerade über Profifußballer reden. Profifußballer sind eigentlich sehr intelligent, weil sie haben eine unglaublich hohe Wahrnehmung. Sie können antizipieren, sie haben unglaubliches peripheres Sehen auf dem hohen Niveau. Und wenn sie das nicht hätten, das hat was mit Wahrnehmung zu tun. Wahrnehmung ist ein Teilaspekt der Intelligenz. Ich werde oft bei meinen Vorträgen ausgelacht, aber jetzt lacht keiner. Ja, 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 ja. Genau. Ja. Welche Persönlichkeiten haben dich beim FC Bitburg geprägt, und dann ziehen wir weiter? Boah, ich glaube, ich war ein Rotzbengel beim FC Bitburg. Ich konnte gut spielen. Gorhold? Helmut auf jeden Fall. Ja, klar, Helmut hat mich geliebt. Und dann haben die Mannschaft, weil ich ja so frech war, dann habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich schlechter gespielt habe. Da sind die Jungs natürlich hingegangen und haben gesagt, Trainer, das geht so nicht. Hat der Helmut immer gesagt, lass den Jungen in Ruhe, der macht das schon. Aber ich habe das ja mitgekriegt. Und da war schon, wo ich manchmal gedacht habe, Edgar, jetzt musst auch du mal die Klappe halten. Aber nochmal, ich habe in Bitburg, konnte keiner sagen, ob das war. Aber erstens war ich noch sehr schmal, ich war auch noch nicht ausgewachsen, ich bin in Salmrohr noch gewachsen mit 21. Und dann war es halt wirklich so, dass ich, dazwischen war ja noch Bundeswehrzeit und die ja, mir den Fußball geraubt haben, meiner Meinung nach. Ja, und es kam Salmrohr, im Anschluss starke Persönlichkeiten, so von außen, gut, ich kenne sie auch ein bisschen persönlich, Peter Rauen. Rauens Bub war, das war auch cool, ich bin da von Bitburg dahin, und also ich war ein Jahr vorher, sollte ich zu Trier gehen, da war ich aber noch beim Bund. Denk an den Hebel, bitte? Bist du gleich wieder weg. Ja, ja, nein, nein. Und da war ja, ja, cool. Und dann, Rauens Bub. Also Jens Manni hat mir hier mal ein bisschen Geld gegeben, nicht viel, manchmal Fufi oder Tankrechnung bezahlt. Und dann bin ich nach Salmrohr, das war auch cool. Und Salmrohr war ja eine Spitze manchmal in der Oberliga, und die haben sich sukzessive immer verbessert. Sie sind Sechster, Fünfter, Vierter, Dritter geworden. Und dann kam ich da beim Buben, habe ich mit ihm verhandelt, und er war ja schon so sehr dominant und überzeugend, und ach, nee. Och, du wirst Stammspieler, du wirst der beste Spieler überhaupt.
Ja, und dann habe ich gesagt, war ich so begeistert, habe ich kein Geld gekriegt. War mir egal. Gab es da erstes Geld doch, zu verdienen in seinem Rohr? Ja, wir hatten ein super Prämiensystem. Was heißt das so, dass wir mal eine Vorstellung haben? Wir können ruhig drüber reden, wir sehen unter uns. 500 Mark? Nee, ich kann nicht mehr genau sagen, aber ich glaube schon, dass wir damals, glaube ich, sogar bis 600-700 D-Mark pro Sieg bekamen. Das war viel Geld. Ja. Und wir haben ja sehr oft gewonnen und... ja, wir haben ja dann mit vielen, mit souveränen Meister geworden im ersten Jahr. Ja. Und wie gesagt, da habe ich dann das erste Mal, dann habe ich auch Geld verdient, halt, weil ich auch Stammspieler geworden bin und mitgespielt habe. Aber was mich fasziniert hat, ich habe erstmal im Leben so erfahren, was absolute Führungsspieler sind, in dem Sinne von, aber da habe ich ja auch gehabt, mit Sifferatz Gart, der hinten immer. Rally. Dann, oder, Rally Pütz. Rally wollte ich erstmal besser werden wie der Rally. Als er kam, der Rally war ja, ein guter Spieler. Ja, klar. Wissen die meisten gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich muss besser, aber weißt du, ich muss besser werden wie der Rally, habe ich immer gesagt. Ja. Aber ich habe nicht gesagt, ich will für Rally spielen oder für Ralf Siebert damals. Das war, ich habe gesagt, ich will mit ihm. War mein ganzes Leben so, immer so. Ich habe nie einem anderen gewünscht, dass er nicht spielt, nur dass ich spielen kann. Und in seinem Rohr hattest du Alfred Wahlen, das waren ja altes... Ja, Berchard Schupp war hier, im Bischof Gauner, habe ich mein erstes Spiel gemacht. Okay. In Oberwinter, ja, hinter mir und habe mich geführt. Genau. Ja? Ja, und dann muss man sagen, komme ich nach Salm oder was? Dann ganz klar Alfred Wahlen, überragender Torwart. Werner Kartz. Werner Kartz, der... in Salmrohr nie so spielen konnte wie in Trier, weil Klaus hat ja auf seiner Position gespielt. Klaus Toppmöller. Toppmöller, ja. Und ich habe dann um den Klaus rum, ich bin da gerannt wie ein junger. Wie war dieser Klaus Toppmöller, also für dich als junger Kerl? Konnte man was mitnehmen oder hat er sich für dich nicht interessiert? Doch, doch. Klaus war unglaublich überzeugt von sich und er war auch unglaublich gut. Ja. Der Klaus war... Passt eigentlich stand also, zusammen. Ich habe selten einen Kopfballspieler gesehen, der hat gesagt, wenn jetzt 10 Flanken kommen, da köpfe ich die alle 10 rechts oben in den Winkel. Und da hat er gemacht, dann stand ich an meinem Hut ab. Also Klaus war, der hatte unglaubliches Gefühl für... ein Ausnahmespieler da. Ausnahmespieler, ja, Nationalspieler, hatte auch eine überragende Quote und war unglaublich selbstbewusst. Ne? Der Klaus hat... Ja. Teamspieler oder eher Individualist? Ja, ja. Sag mal so, Mittelstürmer... ist es ja irgendwo so, die sind ja alle egoistisch. Aber du musst dann irgendwie doch altruistisch das Spiel, in das Spiel rein, deinen Egoismus altruistisch ins Spiel reinbringen, weil sonst sind die Buben nicht froh mit dir. Ja. Na, auf Dauer. Aber es ist schon so, dass Klaus jetzt so eine große Stellung hatte, der hat kaum Fehler gemacht. Er war nicht schnell, er war mega langsam. Ja, ja. Aber stand doch gut. Und hat immer gewettet, heute schieße ich 2 Tore, mach ich so. Und meistens hat er es dann auch gemacht. Ja. Genau. Ja, also es ist doch, ein junger Spieler wächst auch mit den Menschen um sich herum. Das ist in allen Bereichen unseres Lebens ähnlich. Sonst würden wir nicht solche Persönlichkeiten des Sports auch so nennen. Ich würde gern, wir könnten stundenlang jetzt über den FSV Salmrohr reden, was ja ein faszinierender Verein ist in unserer näheren Umgebung. Mit diesem kleinen Dorf in der zweiten Fußball-Bundesliga. Du bist dann nach Saarbrücken. Auch das würde ich fast gerne zur Seite schieben. Du bist dann nochmal zurückgegangen und bist zu Eintracht Trier. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe gesagt, der Edgar jetzt ist er schon mal da, jetzt sollte er nach vorne gehen und nicht zurück. Ja, da war Folgendes, also eins muss man sagen, Salmrohr Trier, das können sich die meisten vielleicht immer oder die Jüngeren nicht vorstellen, das war damals hier absoluter Spinne. Wir haben einmal auf diesem Platz vor 10.000 Zuschauern, ich habe es ein paar Mal gepfiffen. 1-0, ja genau, und das war das Highlight. Ne? Und dann steigen wir tatsächlich auf, wo ich eine überragende Aufstiegsrunde gespielt habe. Aber ich war immer noch nicht so weit, dass ich wusste, warum. Jeder hat gesagt, boah, super Talent, das kommt. Und dann bin ich fürchterlich gescheitert in Salmrohr, gehe nach Saarbrücken, spiele 21 oder 20 Spiele als Vorstopper. Wenn ein Stürmer Vorstopper spielt, dann geht 3 Spiele gut und dann denkt er ganz an, sie hat gar nichts. Ne? Und und dann stand ich da und habe gesagt, boah, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Hier geht es irgendwie nicht weiter. Und dann bin ich aber zum Trainer und habe gesagt, Trainer, ich spiele jetzt Stürmer. Und dann haben wir ein Spiel in Grünstadt gehabt und dann haben wir 6-0 gewonnen. Ich habe 4 Tore geschossen und da war so ein Dunkelhäutiger zum Probetraining und der hat 2 gemacht. Und dann in Remscheid werde ich dann in der 63. Minute eingewechselt.
Und in der 69. Minute ausgewechselt. Rote Karte. Oh. Grobes Foul am Torhüter. Wahrscheinlich nicht, aber. Ja. Und dann bin ich noch, hab ich gesagt, jetzt reicht's. Ne? Der dunkelhäutige Spieler war Toni Yeboah. Anthony Yeboah. Dem ich dann nachher 2 Jahre im Zimmer geliehen habe und Eifeler Platt geübt habe. Ja. Mit was? Eifeler Platt habe ich mit ihm geübt. Achso, ja, natürlich. Ich kann das gar nicht kurz vorwegnehmen. Ich bin nach Frankfurt gekommen und. Wir kommen da drauf zurück. Ah, okay. Wir kommen, diese Geschichte mit Eintracht Frankfurt ist Besonderes, die heben wir uns nachher nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung für den zweiten Teil auf, weil das ist schon ein Kernstück deiner Laufbahn. Aber jetzt dieser Schritt zurück zu Eintracht Trier. Mhm. Warum, weshalb, wieso, was hat es dir gebracht? Ich habe es nicht verstanden. Ich bin nach Trier, der Horst Brandt hat angerufen, hat gesagt, Edgar, willst du nach Trier kommen? Der Paul Linz ebenfalls. Und die haben sich sehr bemüht auch, muss man sagen. Und das, ja, das mache ich. Ich gehe wieder zurück nach Trier. Und dann, das war der Moment, wo ich einfach gesagt habe, da lasse ich es mir Profifußball sein, das ist vorbei. Und in Trier war es dann so, dass ich so, also da gab es noch so eine Reamateurisierungssperre. Und zu den Verhandlungen bin ich nach Trier gefahren und saß dann im Café. Und dann habe ich ein Interview von Wayne Gretzky in der Sports Illustrated gelesen. Und der hat gesagt, ein guter Stürmer ist da, wo der Puck ist, ein sehr guter da, wo er hinkommt. Wayne Gretzky, der Eishockeyspieler. Bester Eishockeyspieler aller Zeiten. Und das hat alles bei mir, das hat alles verändert. Alles. Das war, ich saß dann da am Tisch und habe gesagt, das ist es. Du musst das Spiel sehr oft auf dich zukommen lassen und du darfst nicht mitspielen, du musst nicht überall sein, wo der Ball ist, weil dann bist du vorne nicht gut. Und dann fing ich an, das Spiel strategisch zu lernen und habe auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich habe mir noch einen Knöchel, die Bänder gerissen, war gesperrt und habe nur, glaube ich, 16 oder 17 Spiele, aber glaube ich, 14 Tore schon geschossen oder 15, ich weiß gar nicht genau. Und dann sind wir leider nicht aufgestiegen. Oder dann kam mein Freund Werner, Platz wurde drin. Trainer? Trainer, ja. Genau, und Werner war sehr hart im Training und das hat mir sehr gut getan. Und ich muss sagen, Werner, du kannst mir gern widersprechen, wir hatten einen sehr guten Austausch und man hat gesehen, dass ich tagtäglich besser werde, dass ich wachse. Wir haben nominell keine guten Spieler gehabt. Wir hatten ein paar Führungsspieler, das war der Ruud Lebenstedt, im Tor, der Jürgen, dann der Alfons noch auf hinten und dann vorne ich, dann hat man noch Wolfram Schander und so. Ein paar gute Jungs haben wir schon gehabt, aber es war keine Spitzenmannschaft. Und dann haben wir aber als Team sehr, sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. Und die Führungsspieler, ob das Jürgen Roth-Lehmstedt oder ich war, und auch in Zusammenarbeit, glaube ich, mit Werner, hat das super gut geklappt. Wir sind dann aber Rheinland-Pokalsieger geworden und Sechster in der Liga mit einem mega guten Start. Ich glaube, 12-0 Punkte oder was haben wir gehabt, oder? 12-0 Punkte. Ist da was dran, dass man individuelle Klasse eines anderen Teams über Mannschaftsstärke, über Geschlossenheit, über Teamspirit total wettmachen kann? Ja. Ich weiß es auch, aber ich frage, damit wir... KSC. Ja, das ist später ein Beispiel. Ja. Da kommen wir auch drauf zurück. Salmrohr. Ja. Aber KSC war es natürlich... Ja. Und in Trier hattest du... ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit, weil wir sind fast ein Jahr gegangen. Ich erinnere mich sehr gut, dass da war nichts mehr mit, das ist einer unter ferner Liefen, sondern für mich warst du dann einer der Spieler da bei Eintracht Trier. Man hatte sogar das Gefühl, das ist auch ein bisschen auf dich abgestimmt. Sie akzeptieren dich so, wie der Schmidt ist und es funktioniert auch, weil er jetzt plötzlich explodiert und das genau macht, was die Mannschaft und ihn selbst erfolgreich macht. Ich glaube auch, dass ich mir da vieles genommen habe. Dann irgendwann. Ja. Es war so, ich habe, als ich in Saarbrücke war, habe ich den Alfred Wahlen empfohlen dahin. Und da bin ich eine Zeit lang immer mit dem Alfred gefahren. Und da hat er immer gesagt, Edgar,
du bist der Einzige, der Bundesliga spielen kann. Er sagt, Alfred, sag mal jetzt mal ganz mal, hör die Warmduscherei auf morgens. Ich spiele da nicht mal, ich sitze auf der Tribüne und du sagst, ich bin der Einzige hier. Aber ich bin jedes Mal aus dem Auto gestiegen, der hat bestimmt recht. Ja, und so die Geschichte gab es auch mit dem Rauen, mit Peter, mit dem Bub. Also ich bin in Salmrohr gewesen und ich habe auf der Bank gearbeitet. Mein Vater war da stolz und doppeltes Gehalt quasi. Und dann sagt der Rauen, der Bub, Edgar, wir bauen eine neue Mannschaft um dich auf. Mann, ich dachte nochmal durch. Ich sage, nee, mit mir nicht. Ich bin Bundesligaspieler. Dann ist er zum Herbert Harris. Ich habe dann abgesagt. Ich habe keinen Verein und ich wusste, dass ich auf der Bank nicht bleiben Hammer. Kann. Und dann geht er zum Herbert Harris, sagt er, Herb, stell dir mal vor, da sitzt der Edgar bei mir, da sagt er mir, der tatsächliche wird Bundesligaspieler. Und weißt du was? Der wird es wirklich. Ja, ja. Und dann, und das waren so Impulse, wo ich gesagt habe, boah. Na, und als ich dann nach Trier kam, hatte Robert Jung gesagt, mein Trainer von damals, Eintracht Trier hat mit Edgar Schmidt den besten Stürmer, obwohl ich in zwei ganz schwache Jahre gehabt habe. Ja, aber du hast in diesem, das war ja damals wieder Amateurbereich, dann hast du doch mit die meisten Tore da geschossen überhaupt. Ich habe noch Torschützenkönig. Ich habe beim Werner habe ich 28 Tore gemacht. Ne, Werner, das war gut in dem Jahr, sage ich jetzt mal. Und drauf das Jahr habe ich 36 gemacht. Ja, überleg mal. Dann bin ich zur Eintracht Frankfurt. Genau. Ja, aber das war doch die Visitenkarte, wo wir jetzt im zweiten Teil dann auch zukommen. Du hast doch im Prinzip, ist das schon ein Schrei. Leute, seid ihr bescheuert, ihr müsst doch sehen, was ich drauf habe. Da muss doch mal einer aufmerksam werden und sagen, den nehmen wir jetzt mal, wir probieren es mal aus. So viele Tore schießt man nicht einfach so. Ich glaube, sagen wir, wir Deutschen sagen immer, das ganze Leben ist ein Kampf. Und ich war immer dann gut, wenn es kein Kampf war. Ich habe hart trainiert, ohne Frage. Ich konnte Wege gehen, die viele andere nicht gegangen sind, wenn es ums Training oder irgendwas geht. Ich habe, aber es ist immer dann, wenn ich es gespielt habe. Und nochmal, das ist es. Man kämpft, wir Deutschen, wir kämpfen, aber spielen ist es. Damit umgehen und das, glaube ich, ist das, was mich im Fußball dann auch, oder auf dem Weg, in dem Moment das Leben leben. Und ich glaube, das war's. Okay. Ich war dann relaxed und habe gesagt, wenn es kommt, kommt's. Ich habe ja auch dann im zweiten Jahr bei Namen Werner unglaublich viele Zweitliga-Angebote gehabt. Da habe ich gesagt, nö, ich bleib hier. Kommt mit der Bundesliga, wenn er mit der Bundesliga kommt, überlege ich es, genau. Manche haben sich mal echt geschimpft. Dann habe ich gesagt, ist mir egal, was es ist. Dann kam doch Steppi. Das war dann nach dir, Werner. Kam Steppi doch als Trainer, nee, oder? Nee, kam erst der Horst-Dieter Strich. Dann kamen fünf andere. Wir hatten eine riesen. Alles in einem Jahr? Wir hatten acht Trainer. Das war eine Katastrophe. Weiß ich gar nicht mehr so. Ja, ja. Und Steppi? Steppi kam im. Können Sie sich erinnern an Dragoslav Stepanovic? Der kam im Januar. Und. Lebe geht weiter, ja, genau. Der hat unglaublich hart trainiert. Ja. Werner, da warst du Kindergeburtstag dagegen. Ja, also war das. Werner hat meiner. Viel mehr Ahnung von Trainingssteuerung gehabt. Steffi hat nur Power. Ich kann halt sagen, wir haben in Frankfurt, ganz kurz, wahrscheinlich kommt auch. Wir kommen dahin. Dann erzählen wir es nochmal. ihr müsst euch das vorstellen, es gibt Spieler in der Bundesliga, auch damals, die haben Werte, Laufwerte, die sind unglaublich. Die sind Falkenmeier, Manni Binz, Ralf Weber, die können laufen, das ist unglaublich. Ne? Und dann mussten wir vor jedem Training, vor jedem, einen 7-Kilometer-Lauf machen. Oh, nee. Um das Alter. Und dann sind die abgegangen. Stimmt. Und wir Stürmer mit den Sprinter hinten drin. Ja, da gab es ja keine Trainingssteuerung, Einteilung in verschiedene Gruppen. Ja, und dann sagt aber er hat frischen Wind gebracht, Steppi in Trier. Das war ja wie. Das war brutal. Wir haben kein Spiel verloren, wir haben alles gewonnen mit ihm. Also der hat ja mit Handauflegen quasi, so sah es von außen aus. Ja. Das war ja unfassbar, was der für eine Außenwirkung. Auch der Verein hat auch ein anderes Flair plötzlich bekommen, dadurch, dass Stepanovic da im Schaufenster stand. Wir haben kein Spiel mehr verloren. Also wir sind ja mit, glaube ich,
1,11 oder 2,10 Punkte gestartet. Und dann haben wir nur noch 4, 5 Punkte abgegeben. Und das hat aber nicht gereicht, weil Neunkirchen dann ein Punkt am Schluss besser. Ja, gehen wir in diese, dann gehen wir in diese Zeit, in die Frankfurter Zeit zurück. Aber zum Abschluss vielleicht noch eins. Das war ja in großen Teilen, war das ja noch längst nicht Profifußball und so bezahlt, dass du sagst, ich blase eine Feder in die Luft. Hattest du da noch einen Job nebenbei oder nicht mehr? Ja, das war so. Ich habe in Trier schon ein paar Mark gekriegt und du glaubst gar nicht, wo ich überall mit dem Auto hingefahren bin, laut Buchhaltung, ne? Weil du musst ja irgendwo, musst ja irgendwie zu jedem Spiel gefahren, zu jedem Training, was weiß ich und so. Und auf jeden Fall kommen wir gleich über das Gehaltsvorgespräch in Frankfurt. Ich habe in Trier sehr gut verdient. Ich habe dann nebenbei gedacht, komm, arbeitest im Sportgeschäft noch und machst du so Dreivierteljob und dann guckst du mal, was passiert. Und wenn es in 2 Jahren besser ist, dann gehst du nach Luxemburg, dann lässt du einen guten Job geben und so habe ich gedacht. Genau. Ja, und in diese Zeit grätschen wir im zweiten Teil nochmal hinein. Wir bremsen hier jetzt einmal ab und dann gehen wir zur Eintracht nach Frankfurt und da gibt es interessante Dinge und die es zu besprechen gilt und da freue ich mich drauf. Vielen Dank bis hierhin, Edgar. Vielen Dank. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo der Elefant das Wasser lässt. Jetzt wird es interessant in der Karriere und Eintracht Trier. Ich habe immer vermutet, er geht zu Eintracht Frankfurt, geht er, weil Steppi ihn mitnimmt. Ist dem so gewesen oder eher nicht? Im Endeffekt ja. Ja. Es war, man muss sagen, ich habe ja mit Hölzenbein. Hölzenbein, ja. Bernd Hölzebein in Salmo noch gespielt. Wir sind ja aufgestiegen in die zweite Liga. Und Möbel Fischer, der Ricky ist wieder nach hinten. Auf jeden Fall, dann war das ja mit Steppi und ich sollte erst nach Lautern gehen. Lautern, weil, und da muss man halt wissen, die Ablöserechte lagen bei Saarbrücken. Und damals gab es ja noch, nicht wie heute, das Bosman-Urteil, wo die Verträge ja auslaufen, du bist ja frei, du kannst wechseln. Und damals gab es noch Quotienten und auf jeden Fall hat Saarbrücken noch die Rechte gehabt von mir. Und ich bin nach Lautern und der Rainer Geier damals, haben sie 750.000 abgerufen und haben dann gesagt, nee, ist zu teuer. Dann bin ich nach Frankfurt, vorher mit Ewald Liene bei Duisburg, ich war mit dem, wie hieß er noch, mit blauem Pulli in Köln, Udo Lattek, boah, mit Udo saß ich dann noch da und wo war ich, und mit Dieter Hoeneß in Stuttgart. Aber ich wollte dann zu Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt war nominell die beste deutsche Mannschaft, es gab nichts Besseres. Spielerisch. 15 Nationalspieler. Und und da bin ich dahin und dann standen wir da und hat der Holz gesagt, ja, 750.000 können wir nicht bezahlen. Hab gesagt, Holz, ich mache dir einen Vorschlag, ich unterschreibe dir das jetzt hier einfach. Muss gar nicht zahlen, können wir nachher reinschreiben. Und du gehst dann damit nach Saarbrücken, zeigst ihnen das, dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder bleib ich in Trier oder in Frankfurt. Und da können wir ja mal gucken, was sie machen. Und tatsächlich hat er noch Saarbrücken kalte Füße gekriegt. Und ich war mal relativ sicher. Und und da bin ich für 350.000 plus 5.000 für jedes Spiel nach Frankfurt. Das war ein Schnäppchen für so ein Spieler in dieser Zeit. Und Eintracht Frankfurt, eine neue Welt. Ich meine, dann war es zu Ende mit regionalem Denken. Dann kamst du, wie du sagst, in eine Weltklasse-Mannschaft mit Weltklasse-Spielern. Falkenmeier, welche Spieler? Nenn mal ein paar. Uli Stein stand im Tor. Wir haben Falkenmeier. Uli Stein, Manni Bin, Andi Möller, Ralf Weber, Heinz Gründel, Jeboa, Uwe Bein, Andi Möller. Hammer. War eine Hammermannschaft. Kotscher. Kotscher. Wohl, mit dem bist du wahnsinnig geworden. Oh, Kotscher, ja. Saltus. Ja, ja. Man muss sich das vorstellen, wenn du... Du bist innerlich ruhig, du läufst Richtung Tor, du weißt, der Ball kommt im Race, der Kotscher hat den Ball und jetzt muss er spielen. Und ich sage euch, der findet noch eine Idee, irgendeinen zu finden, den er auch spielt.
Dann, der eine geht kurz, der andere lang, der eine flucht hinten lang, der andere kurz und beschimpft ihn, das ist nur so krass. Und der sitzt, steht dann da und lacht sich kaputt. Oh Gott. Der hat ja wenigstens mal den Mut gehabt. Ein Artist und kein Fußballer mit direktem Zug zum Erfolg. Ja, aber das ist trotzdem ein Wahnsinn. Fußball. Er hat uns Spaß gemacht. Uns Fußball begeistert und hat der Mann Spaß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, er hat mal ein Tor, das kennt ihr bestimmt, stand ich auf der Mittellinie gegen uns, gegen KSC, wo Oliver Kahn ausgetanzt hat und dann noch 6 andere. Da muss ich sagen, habe ich auch auf der Mittellinie gestanden und Beifall geklatscht. Ja, ja. Ja, aber dies Eintracht Frankfurt nun. Der Eifler Junge Edgar Schmidt inmitten dieser Stars. Was bedeutet das? Bedeutet das auch ein Stück weit Angst oder Druck? Ich meine, das sind ja alles menschliche Regungen. Das macht man ja nicht einfach so. Ich habe von klein auf erstmal gelernt, wenn du Angst hast, musst du durch die Angst gehen. Wenn du Angst hast, vom 10-Meter-Brett zu springen oder irgendwo, dann musst du vom 10-Meter-Brett springen. Wenn du Angst hast, hier oben zu sitzen, also, dann musst du es einfach machen. Ach. Also musst du durchmachen. Und so war das dann auch. Ich hatte schon einen Riesenrespekt davor. Ich sitze dann am ersten Tag, komme ich in die Kabine und dann sitzt du um 8 Uhr, weil der Erste, der da war, Lutz Meinl, hat mir alles gezeigt. Dann denkst du, ach, wenn jetzt so ein 23-Spieler kommen würde oder so ein A-Jugend-Spieler, so ein bisschen auf Augenhöhe, dass man mal so langsam da reinkommt. Wer kommt als Erstes um die Ecke? Uli Stein, Enfant terrible. Große Uli Stein, Europapokalsieger oder Champions League-Sieger, Nationalspieler, Suppenkasper zum Dings gesagt. Zum Beckenbauer gesagt. Boah, also stehe ich auf, gehe hin, sag ich, Edgar Schmidt, ja, ich kenne dich. So, ja, ich dich auch. Ja, aber ich habe nicht gelacht. Ich habe mich wieder hingesetzt. Du hast das genau so gemeint, wie du es gesagt hast. Ja, genau. Und ich habe mich da wieder hingesetzt und dann sehe ich, da kommt irgendwann Andi Möller, da kommt Jeboah, dann kommt Uwe Bein, Manni Binz war der Zweite. Und dann habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass die Guten immer als Erstes kommen. Die Würste kommen immer am Schluss. Deswegen bleiben sie auch die Würste. Sie ist dann für mich auch, Edgar, früh da sein. Ja. Aber es ist ja kein angenehmes Gefühl erst einmal, sich da neu einzufinden. Warst du recht schnell aufgenommen? Das geschieht ja auch nur, wenn man Qualität mitbringt und Charakter. Wenn man keinen Charakter hat, nimmt deine Mannschaft einen nicht auf. Wenn die Qualität fehlt, wird man dich auch hängen lassen. Also erstens muss ich sagen, da sitzt du da bis 28 Jahre alt, denkst, warum soll ich jetzt hier spielen können? Bei der nominell besten deutschen Mannschaft, warum soll ich jetzt da mitspielen können? Warum nicht 10 oder 8 Jahre vorher? Warum? Und das ist natürlich auch ein Quantensprung. Das ist brutal. Auch im Training? Ach ja, am Anfang ging es ja. Die erste Woche bist du hochmotiviert. Hab dann beim Kopfball im Uwe Bein noch fast den Kiefer gebrochen, weil Kopfball konnte ich. Und bin hoch und hau den um. Und der geht ja nicht in Zweikämpfe. Und immer wenn ich ihn heute noch sehe, macht er, boah, Edgar, wie geht's? Wie geht's dir so? Ja, Bein war ein sensibler Spieler. Manchmal rufe ich ihn an und sage, und Uwe, wie geht's dir so? Kiefer, alles gut. Ja, und wunderbarer Spieler. Und dann auf einmal, von Trier, das Spiel mal zu erklären, von Trier war es so, ich konnte mit meiner körperlichen Präsenz, mit meiner Schnelligkeit, konnte ich das Spiel von der Abseitsgrenze machen. Ich habe mich bewegt im Rücken der Verteidiger, ich habe es unter Druck gesetzt und irgendwann kam der Ball, batscht, dann war ich weg und vom Tor war ich dann so gut und habe die Dinger sehr oft versenkt. Als ich dann in Frankfurt war, gab es folgende, erstmal die körperliche Adaption, das war brutal, was wir da trainiert haben, das, was ich eben gerade gesagt habe, diese Runden laufen. Und einmal war es so, Kruse und Stepanovic, die haben sich gehasst. Das war Axel also, Kruse. Ja, also andersrum, da gab es die Steingruppe, die Möllergruppe und die Neutrale war Uwe Bein. Ich habe natürlich, wenn du es hier schaffen willst, musst du in die Stein zu den Revoluzern. Also bin ich dahin, aber ich war da immer, und dann hieß es immer, ah, Steppis Sohn kommt. Ich war immer Steppis Sohn. Ja, okay. Ja. Und Steppi kam dann noch irgendwann und hat gesagt, hast du gehört, bist du Steppis Sohn? Ich sage, ja, ich habe es gehört, aber dafür sage ich nicht du Hund zu dir. Das
die werden schon sehen, dass es nicht so ist. Und irgendwann kam dann auch Axel Kruse und hat gesagt, ey, ich muss dir mal was sagen. Eigentlich bist du ein guter Typ. Und dann habe ich gesagt, Axel, ich sage auch was. Eigentlich kannst du weglassen. Und ja, ja. Ich glaube, dass ich in meiner ganzen Karriere die Liebe zum Spiel und die Liebe zu den Menschen mich dahin gebracht hat am Ende des Tages, wo ich hingekommen bin, weil ich im Kontext des Profifußballs immer verstanden habe, wie brutal manche unter Druck stehen. Wenn die mal die Nerven verlieren, da kann es mal sein, dass du eine mitkriegst, dass sie dich umhauen oder irgendwas. Das ist ja auch passiert, Edgar. Du hast auch die Nerven schon mal verloren. Ah ja, natürlich. Und bist dazwischen gefahren. Ah ja, klar. Und ich habe mir ja nichts gefallen lassen. Ja, natürlich. Und das habe ich relativ gut verstanden. Ich war nie nachtragend. Und am besten kam ich immer mit meinen Stürmerkollegen aus. Bis heute. Ich habe immer noch zu Adrian Knupp, zu Jean Dandy. Jean Dandy, Axel Kruse, mein bester Kumpel, Buddy. Und zu Torleuten. Torleuten fand ich immer wahnsinnig. Ja, klar. Du, die mussten immer hinter sich greifen. Das ist klar. Ja. Und ich sage eins, wenn du in Frankfurt gespielt hast und hast Uli Stein hinten oder Oliver Kahn, die nehmen das persönlich. Da rennst du vorn schon und denkst, du musst gucken, dass die Alten da hinten oder der Alte da hinten, dass nichts passiert, dass du den nach dem Spiel in aller Ruhe genießen kannst. Weil es kann schon mal sein, dass da auch mal es fürchterlich gerappelt hat. Ja, natürlich. Das sind dann auch Kämpfe, die ausgetragen werden müssen. Ich stelle mir vor, dass man sich aber auch körperlich so dermaßen umstellen muss, um den Anforderungen gerecht zu werden, dass automatisch der Körper auch ruft, hör auf, es reicht. Ich bin das da nicht gewohnt. Ich war sehr, sehr viel krank, sehr viel verletzt. Ich habe einmal 9 oder 10 Kilo abgenommen. Das meine ich. Ja, genau. Weil ich... wenn du mit 28 dahin kommst, dann fehlt dir ja viel. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Es fehlt ja zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, da zu spielen. So wie viele Stürmer das einfach reich haben. Wenn Rudi Völler 8 Jahre in der Bundesliga ist, hat er eine Selbstverständlichkeit. Du weißt schon, so wie ich in der Oberliga Tore geschossen habe, so schießen die dann irgendwo da auch Tore. Und das war ein Defizit, was ich bis zum Ende meiner Karriere... Oder andersrum, wäre ich 8 Jahre vorher Profi geworden, glaube ich, wäre ein viel, viel besserer Fußballer noch geworden. Ja, aber der Körper muss ja auf dieses Niveau sich dann am Ende, ich sage nicht im Alter, das ist ja Unsinn, mit 28, aber im fortgeschrittenen Alter eines aktiven Spielers, muss man sich ja irgendwo da hochziehen. Und wenn der Körper mit Verletzungen reagiert, dann bist du ja im Grenzbereich. Nicht nur das, du hast ja erstmal dieses körperliche Defizit, das... macht dich natürlich auch mental schwach. Ja. Du bist überfordert. Und dann muss man eins sagen, was ich gerade erklären wollte. In Trier habe ich mein Spiel von vorn gemacht. Ja. Und der HSV probiert ja mal jetzt offensiv zu spielen. Da lache ich mich kaputt. Der kann das nämlich nicht. Die können es nicht. Und bei uns war es dann so, auf einmal musstest du Dreiecke aufbauen. Du musst Rauten aufbauen. Du musstest gucken, wenn Andi Möller nach vorn ging, dann hat er den Uwe zurück angespielt und dann wusste, jetzt musst du rübergehen, weil Andi Möller muss durch diese Gasse durch. Du musst gucken, dass du den Abstand je nach Spielertyp zum Stürmer, zum Verteidiger hast. Du bewegst im Rücken. Es war so komplex, dass ich da echt fast ein Jahr gebraucht habe. Du sagst, man fühlte sich das ein oder andere Mal überfordert. Ja. Das kann man gut nachvollziehen. Jeder hat in seinem Leben Dinge, wo er sagt, boah, komme ich da jetzt drauf? Genau. Ist das möglich? Das ist ein klassischer Wendungsprozess. Ne? Erst überfordert. Und so, weil ich sage dir eins, ich bin dann abends in meine Wohnung. Das heißt, du schaffst das nicht. Boah. Wie soll das gehen? Morgens bin ich aufgestanden, vor Spiegel gestellt, Schmidt, du bist der Größte. Du gehst jetzt dahin, da rockst du den Laden. Ja, man muss sich auch pushen, ein Stück weit selbst. Ja, du musst dich auch teilweise belügen. Ja. Selbst sagen, du bist der Größte. Ja. Genau. In dieser Zeit, was war Familie, Liebe? Spielte das eine Rolle in deinem Leben oder gab es nur Fußball? Sag mal so, wenn auf dem Level... Und das ist ja, wir können ja über das Polaritätsgesetz reden, ne? Ebbe und Flut oder
Nacht, je höher der Berg, je tiefer proportional das Tal. Und so war das auch. Ich bin höher gekommen, du bist nur noch Fußball am Denken. Nur noch. Das leidet natürlich die Familie. Du kommst nach Hause und du bist nur am Denken und am Machen und Tun. Und das ist, manchmal da wirst du dich, wie du dich so bewegst, weil du irgendwo an irgendeinem vorbeigehst. Du bist Tag und Nacht nur auf Keine Fußball. Zeit mehr für Familie? Es war nicht gut. Also der Preis war dafür, dass ich nachher, dass das mit der Familie dann auseinanderging. Ja, es tut mir leid bis heute. Aber meine Tochter ist hier, Julia. Schön, dass du da bist. Genau. Ja, klar. Ja, das ist, wo halt nochmal, wo Schatten ist oder du wo Sonne ist, Schatten und genau. Es gibt niemanden, der keinen Preis irgendwie irgendwo zahlt, wenn er etwas Besonderes erreichen will. Du musst dann den Fokus auf diese Geschichte lenken. Du hast es ja dann in Frankfurt, hast du es ja auch geschafft, dich da, die eine Akzeptanz, die ja wirklich bemerkenswert war, auch unter die Füße zu schaufeln mit deinem Können und mit deiner Art. Ich erinnere mich an ein ganz besonderes Spiel 1992 am letzten Spieltag. Oder war es der vorletzte? Es war der letzte Spieltag. Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt, Schiedsrichter Alfons Berg und Eintracht Frankfurt wollte und sollte deutscher Meister werden. Ja. Ich möchte das nicht missen, das ist ganz ehrlich. Klar, du wirst gern deutscher Meister, aber du siehst auch, wenn das Team nicht optimal ist, im Zusammen als Team arbeitet, kommt es dann ins Straucheln, wenn es um Entscheidungen geht, wenn keine klare Hierarchie ist, wenn die sich nicht einig sind. Das war in Karlsruhe ganz anders. Mit weniger Qualität haben wir da ganz, ganz Großes geschaffen. Und das haben wir in Frankfurt nicht. Man muss ja einfach sagen, wir haben ja im drittletzten Heimspiel hat Delling, nicht Delling, wie hieß er noch, der Schiedsrichter Trier? Alfons Berg? Nee, Delving, Hans-Peter. Der hat uns einen Elfer nicht gegeben. Dann kriegen wir. Das kann passieren. Dann kriegen wir keinen Elfmeter im vorletzten Heimspiel. Im letzten Heimspiel. Auch nicht gegen Bremen. Aber ich sage immer noch, wenn das Team stimmen würde oder stimmt, dann passiert das nicht. Dann passiert sowas nicht, dass wir 3 Elfmeter nicht kriegen. Wir spielen in Rostock und wir waren ja nur zerstritten. Andi Möller sollte nach Bergamo. Oder irgendwo erstmal da hat er oder dann noch Juventus und was weiß ich. Dann war unglaublich viel Neid. Dann war hier die Gerster Boys, da waren die Revoluzer und Uwe Bein hat 3 Monate nicht trainiert wegen einer Fußverletzung. Und dann sind wir, und das war das Schlimmste, was uns passieren könnte, wir sind 4 Tage vorher nach Rostock geflogen, haben da im Superhotel am Strand und sollten dann einen auf Harmonie machen. Und so haben wir dann auch gespielt. Wir haben immer Pressing gespielt, wir haben Vorchecking gespielt. Nur an dem Tag hieß es dann, ja, wir machen ein Tor. Und dann haben wir keins gemacht. Du hättest fast noch eins gemacht. Ich hätte noch fast eins gemacht, genau. Aber erst kam, ich glaube, die Situation mit dem Alfons kam früher. Mhm. Und Jeboa, Doppelpass mit Jeboa, der Köpfchen irgendwie zum Weber. Weber braucht nur noch ins leere Tor und wird vom Böger total umgehauen. Also, naja, da wurde er konnte gar nicht mehr aufstehen. Aber hätte er den Ball festgehalten, der ist ja gefallen mit dem Ball, hätte ihn festgehalten, da hätte Alfons ja pfeifen müssen. Entweder Freistoß für die oder für uns. Dann hätte er, ich glaube, er hat es nicht wahrgenommen, obwohl es 35.000 Menschen gesehen haben. Ja, ein ganz besonderer Moment, aber auch für mich ein ganz besonderer Moment, weil ich stand als 29-jähriger Linienrichter in Leverkusen gegen VfB Stuttgart an der Seitenlinie und die Stuttgarter wurden nämlich dadurch Meister. Genau, hast du Guido noch gesagt, Guido, du machst das noch, gell? Ja, das sind, aber es ist interessant zu hören, wie man es im Nachgang sieht, es hängt nicht alles an einer Entscheidung, es gibt komplexere Zusammenhänge. Ja, es ist ein negativer Lauf, den wir hatten und ich muss noch sagen, mir hat Alfons unglaublich leid getan. Ich möchte das nicht wissen, du kommst da rein, du bist eigentlich deutscher Meister. Dann
da haben die so Whirlpools gehabt im Boden, also der nicht so hoch, sondern genau. Ich kenne die. Und dann gehst du da rein, da sitzen da 8 Mann mit den Klamotten, mit den Schuhen, in dem Ding da drin. Und Lutz Meiner hat ihn zum Bier gebracht. Und nach 1,5 Stunden irgendwann sagt einer, ey, wer bist du jetzt? Die Maschine steht und die hat nur bis dahin Lande- oder Abflug- oder Landerlaubnis in Frankfurt, sowas. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Ja. Ja, wir waren dann um 3 Uhr so besoffen, dass wir doch kurz Meister wurden, aber als wir morgens wieder wach wurden. War es wieder vorbei? Nein. Manche haben es bis heute nicht verkraftet und ich habe zu mir dann irgendwo gesagt, das war, es kommt noch was. Ja. Genau. Du bist dann zum KSC gewechselt. Ja, und das Schöne, ich habe dann noch diesen Pfostenschuss mir auch noch erklären. Ich habe ja erst gedacht, ich spiele von Anfang an. Entweder Andersen oder ich. Kruse war ja mit Steppi total zerstritten, ist aber ein Rostocker, hat in Rostock gespielt. Und der Axel hat vor 2,5 Monate vorher zum Steppi, hatte Steppi ihm einen Kreis gesagt, ich weiß nicht, ob du mit nach Duisburg fährst, hast du mit dem HSV verhandelt. Hat gesagt, kannst du mir am Arsch lecken, du Penner. Und ist nach Hause gefahren. Und da hat er nicht mehr gespielt, da war gar nicht mehr dabei. Und dann, in diesem Spiel ist er auf einmal dabei, freitags, großes Spiel. Ich sagte, das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich Angst gehabt, ich wäre gar nicht dabei, weil ich wollte ja das entscheidende Tor schießen. Dann ging es darum, Andersen oder ich auf die Tribüne. Und dann Andersen auf die Tribüne, habe ich gesagt, okay, Torschützekönig. Ne? Und da habe ich gedacht, okay. Ich mach's. Dann mache ich das jetzt. Ne? Habe das auch noch am Steppel gesagt, ich gehe jetzt da rein, bleib locker, ich mache das. Habe dann gegen Pfosten geschossen und habe dann immer erzählt, boah, ein paar Zentimeter. Und der Thomas Ernst, der stand hinterm Tor, hat gesagt, ich habe eher gedacht, er geht vorbei. Also Gustl, hör auf. Und habe ich nochmal angeguckt und habe gesagt, war doch nicht so knapp. Ja, ja, aber hat ein bisschen was gefehlt. Es wäre eine Geschichte gewesen. Stell dir vor, wie knapp das manchmal in einem Sportlerleben sein kann, dass man so oder so. Ich war ja schon auf dem Weg in die Ostsee. Du musst ja der Ball fliegt und du hast ja die Hoffnung, dass er reingeht. Ne? Ich war eigentlich schon auf dem Weg in die Ostsee. Wenn das Ding reingeht, dann wäre ich durchs Stadion weg gewesen. Ja, vorstellbar. Aber das Geräusch vergisst du so lange nicht. Dieses Plopp am Fuß. Ja, dieses Klatschen. Bupp. Ja, gut, das ist uns eigen. Es gibt Geräusche, die man eben etwas anders wahrnimmt. Und dann fing die neue Saison an und ich habe wieder nicht gespielt. Das gibt's doch gar nicht. Du bist jetzt in Form und alles. Und KSC, warum? Ich muss erst noch sagen, wie ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe. Und das war gegen... wie war das denn? Ach so, gegen Waldhof Mannheim im DFB-Pokal. Steppi kommt Freitagabends, ich mache ganz schnell, ich rede ein bisschen schneller. Freitagabends kommt er zu mir und sagt, morgen spielst du. Jeboa und du im Sturm. So, okay, ich freue mich, gebe Vollgas, morgen bin ich da. Nächsten Morgen Sitzung, ich war nicht dabei. Auf dem Sonne, schönes Wetter, Herbstwetter, tolles Wetter. Ich glaube, 10. Oktober. Und dann habe ich mich trotzig dahingesetzt, habe überlegt, das war's, das ist deine Karriere. Und jetzt komme ich wieder über die Angst, ne, wo ich sage, dann spielen die gegen Waldhof Mannheim und spielen einen Schrott zusammen, also grausam. Und mit 0-0 in die Verlängerung. Und als die Verlängerung dann kam, bin ich aufgestanden, habe mich ausgezogen, habe diese 13 aus dem Schild geholt, bin zu Charlie Körbel und habe gesagt, ich komme jetzt. Ich spiele. Er sagt, wer sagt das? Ich sag das, frag ihn. Ja, und dann hat Steppi zu mir gesagt, wenn du Scheiße spielst, spielst du ja nie mehr. Da sagt, ich spiele doch sowieso nicht bei dir. Und da wusste ich aber, jetzt musste Vollgas geben. Jetzt muss alles passen. Und dann kommt wirklich ein toller Flugball und ich gehe hoch zum Kopfball und ich brauche ihn nur ins lange Eck, treffe ihn nicht ganz genau. Und Jeboa schießt ins Tor und dann denke ich, okay, zumindest Hausaufgaben gemacht. Er schießt 1-0 und 2 und 3-0 habe ich dann selbst geschossen. Und dann war ich drin. Und dann nächsten Morgen, also und das muss ich auch noch sagen, nächsten Morgen saß dann abends so und habe gedacht, boah, das kann eng werden, weil wer lässt sich das schon gern gefallen? Wie gesagt, um 8 Uhr morgens, 8 zum Rapport bei Steppi, Lutz Meindl, soll es zum Trainer.
Okay, war ich schon auf Krawall ausgebürstet, aufgebürstet, komm rein. Und er sagt, Edgar, warst du fantastisch. Und ich sage, okay, ab jetzt spielst du. Und das hat er dann auch eingehalten. Von dann habe ich dann gespielt. Toll. Ja, trotzdem kommt der KSC danach. Der kommt danach. KSC, ich wollte aber nicht dahin. Du wolltest gar nicht dahin? Nee. Letztendlich ist es das, war das die Lösung deines Lebens? Im Endeffekt ja. Ja. Bis heute, ne? Ja, KSC, eine andere, die Mannschaft hatte nicht die gleiche Qualität, nicht die gleiche spielerische Qualität, aber mehr Entschlossenheit und Teamgeist. Wahnsinn. Trainer war Winnie. Winnie Schäfer, ja, ja. Oh wei. Sehr ambivalentes Verhältnis, manchmal gar keins. Ich muss sagen, mein größter Förderer da war Kalli Rühl, der Manager, ja. Ein wundervoller Mensch, den ich geliebt habe. Aber was mich relativ schnell beeindruckt hat, war diese enorme Power, die diese Mannschaft hatte. Wenn du hinten Kahn, Jens Nowotny, Bielitz, Schuster, Reich, Wolle Roll, wenn in 34... Kiriakov, vielleicht bester Außenspieler Europas damals, Schmarow, der andere Russe, das war schon großes Kino. Ne? Und da zu spielen... War eine andere Nummer wieder für dich? Du wolltest ja eigentlich gar nicht. Ich wollte nicht hin und dann irgendwann habe ich dann irgendwann mit Kalli gesprochen und dann sagte Kalli, da sage ich, also, nützt ja nichts, ich muss ja jetzt hier bleiben. Da sagt er zu mir, im Winter, Edgar, wenn es im Winter nicht läuft, dann werden wir eine Lösung finden, dann kannst du wieder gehen. Ah ja, gut, dann habe ich gesagt, machen wir. Und dann habe ich mich rumgedreht, bin gegangen. Dass, ach, Edgar, was ich noch sagen wollte, du willst nie mehr von KSC weg. Ne? Und das war dann wirklich so. Und weil dieses Team auch, wie soll ich das sagen, es hatte enorme Power. Also, was habe ich schon nie gesehen. Ich spielte doch international. Bitte? Klar, ihr spieltet ja auch international. Wir spielten international, erstmal in 100 Jahre KSC und erstmal international. Ja, ja. Genau. UEFA Cup. Genau, und dann war eins, was in Frankfurt alles spielerisch gelöst wurde, das war für mich erstmal eine Umstellung. Ne? Umkehrspiel, du kommst von hinten, schnell nach vorne, nachgehen und dann gab es Kassala drauf, ohne Ende. Dann hat der Winnie hat so Spiele gemacht auf dem Viertelfeld, 8 gegen 8, 9 gegen 9 und du konntest alles machen. Und ich verteidige, ja, die haben alles gemacht. Gab kein Foul. Und Winnie hat gemeint, der müsste auch mal mitspielen. Ist mit dreifachem Bänderriss ins Krankenhaus. Sagt der Dirk, er hat doch die Regeln aufgestellt, braucht er nicht mitspielen. Wenn da aber einer zum Probetraining kam, was ja damals noch üblich war, der hat aufgehört, danach mit Fußball zu spielen. Wird getestet, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Also ja. Das war schon, ja. Und was ich ja gesagt habe, verarschen ging gar nicht. Ne? Kiriakov hat mal gemeint, er war ja, der konnte wirklich auf engstem Raum, hat er dich, manchmal hat er dich ausgespielt oder wenn einer dann zu schnell angegrätscht, hat er einen Ball liegen lassen und hat so getan, als wenn er ihm aufhelfen wollte. Ne? Also Clown teilweise. Dann habe ich gesagt, Russ, unser Torwart zieht den Kiefer nach vorne. Das ist nicht gesund, was du da machst. Und dann hat er nochmal verarscht. Da kam der Olli raus, der hat den umgehauen. Der ist kreuzquer durch die Luft geflogen. Der war ein paar Tage in der Reha. Da hat aber keiner gesagt, Kiki, du armer Kerl. Da hat jeder gesagt, Kiki, das macht man nicht. Und das Schönste war, der Oliver sagt dann, ah ja, weiter. Ich sage, Olli, vielleicht können wir uns mal gerade mal ein bisschen erholen hier von dem Ganzen. Ne? Also das war schon ja, eine andere Liga. Ja, natürlich. Kahn war. Wir haben noch 2 Jahre nur ein Spiel verloren zu Hause. Ja, ja. Und nochmal dieser Schäfer, Winnie Schäfer, ich meine, ich habe den ja auch intensiv kennengelernt. Hm. Hatte der das richtig im Griff oder musstet ihr die Dinge in die Hand nehmen? Ja, es war so, der Winnie... Der Winnie war ein unglaublicher Motivator. Und ich bin ja eher, um das mal zu erklären, ein normaler Mensch, der vor irgendwas Großem steht, vor einem großen Spiel, der ist aufgeregt, der ist ein Sympathikus. Und ich konnte
durch meine mentale Stärke oder durch die Erfolge, die ich mittlerweile hatte, mich auf ein Parasympathikus runterschauen. Das heißt, ich saß dann meistens oder sehr oft in der Kabine und habe dann noch gelesen oder irgendwas. Und er wollte immer, dass wir Kreise machen. Und ich habe gesagt, mache ich nicht mit, was soll der Quatsch? Man macht jede Woche hier dreimal, fünfmal einen Kreis. Das ist albern, mache ich nicht mit. Wenn ich dann noch mitmache, Trainer, dann drehe ich auf dem Platz ganz durch. Und das mache ich nicht. Also er hat uns schon sehr viel Verantwortung gegeben. Aber es war sehr oft, dass wir dann auch standen, ey Jungs, wir müssen nochmal die Basics vom Spiel durchgehen. Ne? Ja, wann, was passiert? Olli, du hast den Ball, du an 16, da wissen wir müssen raus. Der Funkturm war bei uns Wolle Rolf. So ein Quiet Leader, ja, nicht viel gesprochen. Und du wusstest, wenn der nach vorne geht, dann hieß das direkt nach. Wenn ich nach vorne ging, Kiriakow mit und so ging das. Schüttel und links, Bender hinterher. Und so war das eigentlich strukturiert. Und wenn wir zurückgingen, gingen wir zurück. Und dann müssen wir zu einem Spiel kommen, was auch dein Leben verändert hat. Mhm. Völlig klar, das Spiel gegen Valencia. Ja. Hinspiel 3-1 verloren. Richtig. Mal ein paar Sätze dazu. Das ist etwas, was bis heute... Also einmal muss man sagen, es war hier in Deutschland sehr nass, sehr kalt und wir kommen nach Spanien, da ist schwül. Der Flieger, die Tür geht auf und du kommst raus. Das hat sich fast erschlagen. Wir haben sie auch unterschätzt, obwohl wir wussten, wie sie spielen. Sie spielen Tabellenführer in Spanien. Sie spielen so wie Barcelona heute oder wie Eintracht Frankfurt damals im Kurzpassspiel mit Mijatovic, mit Penne, Fernandes und wie die alles Nationalspieler, alles auch Weltklasse-Spieler. Und dann ist es so, wir machen uns erste Training, boah, alles rum, zweite Training morgens, abends Spiel. 3.000-4.000 Zuschauer im Stadion. Du hast in Spanien mal gepfiffen? Mehrfach, ja. Mehrfach. Was wir nicht wussten, außer Wollroll, weil der hat nichts gesagt. In Spanien ist es so, wenn das Spiel beginnt, da gehen die erst 10 Minuten vorher, kommen die Zuschauer erst. Ist so. Wir gucken, wir machen uns da warm, 3.000 Zuschauer, denken, boah. Kommt kein Mensch. Super, da wird ja lustig. Du bist sehr schlecht drauf und dann keine Zuschauer und dann musst du ja noch Sport machen bei schwülen Wetter. Und dann gehen wir rein, du kommst wieder raus und einmal ist das unglaublich laut. Ich gehe dann nach vorne, guck mal da raus in dieses Rund, über 50.000 Schuhe, ganz steile Ränge, wunderschöne Stadien. Und das, boah, das kann ja jetzt lustig hier werden, jetzt wird es richtig lustig. Dann haben wir aber Glück gehabt, die Spanier haben es nicht direkt gemerkt. Und irgendwann haben sie es aber gemerkt. Und dann ging es nur eine Richtung. Und immer wieder mit Kurzpassspiel und zack und nochmal. Aber wie das so oft bei der Schönheit ist, sie verlieren sich in ihrer Schönheit und haben nur 3 Tore geschossen. Oliver Kahn hat überragend gehalten. Der Rest war so ein bisschen auf Urlaub. Und dann wollte der Trainer mich auswechseln. Und dann hat der Manni Bender gesagt, bei dem Freistoß ist es nicht ausgewechselt. Jetzt nicht, wird nicht aus. Und diesen Freistoß, der dann über alle rüberflog und nicht aus hinten, 11 Meter, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, den Köfisch genau unten links ins Eck. Und die Leute haben aber alle gemeint, der Ball wäre außen ins Netz so gelaufen. Und ich und der Torwart, wir waren die Ersten, die das erkannt haben, dass er drin war. Drin, ja. Und als ich dann geschrien habe, so, yes, glaube ich, das hat man fast überall gehört. Und dann irgendwann sind die KSC-Fans, die 4.000, 5.000, die da waren, dann auf einmal... Das wichtigste Tor in beiden Spielen? Ja. Ja. Das wichtigste überhaupt. Im Rückspiel habt ihr dann ein unfassbares Spiel. Die haben ihr Projekt nicht beendet, das muss man ganz klar so sagen. Die hätten uns abschießen müssen, haben sie nicht gemacht. Und dann kommen wir wieder über Glaubenssätze oder Affirmationen, so die man braucht, um da oben mitspielen zu können. Und ich glaube, wir haben 2 Wochen lang jedem erzählt, dass wir weiterkommen. Die Spanier haben gedacht, psychologisch gesehen, wir schießen ein Tor, das sind wir durch. Wir, oder ich habe zumindest gedacht, wir brauchen 3. Mindestens, dann haben wir mal ein Unentschieden. Weil ich habe auch gesagt, die machen ein Tor. Und und dann kam das 1-0 und dann hast du aber auch gesehen, und du hast eigentlich schon beim Warmmachen, beim Rausgehen, wir sind immer über Kreuz gegangen, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wir kamen hier in der Kabine, sind in die Katakomben, dann gehen wir über Kreuz, also in die,
Bei uns ist keiner stehen geblieben. Die haben alle schön gewartet, bis wir durchgingen. Also da ging keiner. Ne? Kleine psychologische Elemente, die man registriert. Verlierer kennst du am Start oder Sieger kennst du am Start, Verlierer auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die als Verlierer, aber die waren schon, es war kalt, dann standen schon mit den Hemden so da. Und ich stand da relativ ruhig und auf einmal, der Dirk Schuster war vor mir, er schlägt da gegen diese Plexiglas-Dings. Auf einmal fingen die alle an. Ich sage, seid ihr eigentlich des Wahnsinns? Ich war am Spiel noch erschrocken. Und dann gehen wir raus und dann siehst du das Tor nicht, weil der Stadion hat getobt. So etwas habe ich da nie gesehen. Unglaublich. Und dann habt ihr 7-0 oder 7-1? 7-0. Nein, wir haben keine Gegentore. Oh, um Gottes Willen, hätte das passieren können. Ah. Du hast 4 Tore geschossen und seitdem bist du nicht mehr der Edgar Schmidt, sondern Euro-Eddy. Seitdem bin ich Euro-Eddy und das war gar nicht so einfach, obwohl ich schon 30 war, weil ab dem Tag hat sich auch meine Lebensstruktur verändert. Ja, genau. Das war ein wichtiges Spiel und das ist auch der Moment, wo man sagt, jetzt ist er in den Geschichtsbüchern drin. Dann wurde Edgar Schmidt für eine Zeit lang sehr hoch gehandelt. Ich meine sogar, dass ab und zu so mal Nationalmannschaft irgendwo auch mal zumindest genannt wurde. War Berti Fuchs damals Trainer? Ja, der Winnie kam auf mich zu und sagte, Berti will ich mitnehmen. Könnte klappen für die Nationalmannschaft. Berti will ich mitnehmen. Ich habe gesagt, jetzt dreht er ganz durch. Ja, aber das ist ja ein einschneidendes Spiel gewesen, aus dem du ja dann auch, wie soll ich sagen, als eine Art Held auch hervorgegangen bist. Aber so einfach war es nicht, ganz kurz zu einer Geschichte, die wenige Tage vorher passierte. Du hattest einen Autounfall, bei dem du locker hättest das Leben lassen können, oder nicht? Ja, wenn ich, ich weiß nicht, ob einer das im Saarland kennt, frei, gibt es so eine ganz, ganz langgezogene Linkskurve und es war November und es war periodisch glatt und ich komme von oben an. Ich habe noch am Tacho geguckt, das weiß ich, es war so etwas über 170, aber die kannst du auch locker fahren. Das war wirklich so. Und da sehe ich unten eine Amerikanerin und Polizei, also das Auto. Und die sind Graben gerutscht. In dem Moment gehe ich von der Bremse und dann habe ich entweder untersteuert, übersteuert, ich habe da keine Ahnung von, aber irgendwo hingesteuert und zwar genau in den Berg. Und dann habe ich mich fürchterlich überschlagen. Es wird dann gesagt 4-mal, aber ich kann euch sagen, wenn man da rein und das Auto fliegt kreuz und quer, das weißt du nicht, wie oft das war. Das kommt auf die Räder auf. Und dann den letzten Überschlag, den habe ich so mitgekriegt. Da habe ich gesagt, jetzt könnte aber so langsam Schluss sein. Und dann stehe ich da, Auto total demoliert und an der Seite, auf der Beifahrerseite gesessen, wäre ich tot gewesen. Und dann gucke, alles gut und Blut im Ohr. Und dann liegt da mein Buch. Da muss man sich mal so ein Quatsch, ne? Liegt da das Buch, ich hatte von John le Carré, die Libelle war ich am Lesen, aber ich lese die noch nicht gern. Und dann denke ich, auch das schöne Buch. Na, so ein Quatsch. Ja, das sind Emotionen, die Unterbewusstsein, was dir da... Genau. Bin dann aber ausgestiegen, mir ging es relativ gut. Und dann können wir das Kapitel auch beschließen. Ja, das machen wir. Dann ging es relativ gut, ich bin raus. Irgendwann sagt der Polizist, ich hab einen Schock. Ne? Wir waren fünf Polizeihause, es war irgendwie Riesentumulte waren da. Und dann wollte er die Geschichte noch verkaufen und im Krankenhaus an die Bild-Zeitung, hat aber erst die Geschichte erzählt, dann Geld gefordert. Dadurch wurde es aber für mich zu einem Unfall mit fahrlässiger Körperverletzung und erst sollte ich 68.000 bezahlen. Und dann nachher musste ich 5.000 ans Blieskastler Kindergarten irgendwo bezahlen. Auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich telefoniert habe, ob es mit Polizei oder irgendwo, habe ich in der Kabine angerufen, ich sagte, Günter Groth, unser Masseur, gib mir mal einen Winnie, gib mir mal einen Trainer. Trainer, ich gehe mit der Laufen, ich bin ein bisschen in den Graben gerutscht und ich komme morgen heute mit der Laufen, morgen früh ins Training, alles gut.
morgens Graben gerutscht. Morgens kam er, da hat er irgendeiner auf der Titelseite so ein Bild gemalt. Bundesliga-Star fliegt übers Martinshorn. Und dann er in seinem, wenn er sich immer aufgeregt hat, kam sein Kölner Dialekt immer so ein bisschen raus. Sarens, bist du bekloppt? Das gibt's ja gar nicht, du Schmidt. Und der Trainer, ich kann hier nicht die Wahrheit sagen. Ja, ja. Ja, also interessante, extreme Situationen. Gott sei Dank ist das glimpflich ausgegangen, aber es gehört halt auch mit dazu. Und wenige Tage, was, 3-4 Tage vorher, vor dem Spiel, dafür braucht man auch eine entsprechende körperliche Konstitution. Das heißt, du warst die relativ... Die haben mich definitiv gerettet. Ich hatte beim nächsten Tag einen Ganzkörperkrampf, ich konnte mich gar nicht bewegen. Und ich habe unter meinem Freund Rainer Schütterle gewohnt unten und dann rufe ich ihn an und sage, Rainer, ich kann nicht vom Bett aufstehen, du musst mir helfen. Und er hat den 911er Porsche. Und da bin ich da reingefallen, fahren vor Stadion und ich kam nicht aus dem Auto. Da kommt man raus. Sowieso nicht mehr raus. Da kam ich nicht mehr raus und der Sauhund hat mich einfach sitzen lassen. Das ist schön in die... Ja, da musste ich da irgendwelche Fans fragen, das helft mir mal hier raus. Ja. Und er hat sich kaputt gelacht. Ja. Ja, wir kommen noch einmal ganz kurz auf das Spiel zurück und dann werden wir in den nächsten Minuten noch den Fußball ein bisschen verlassen, weil auch bei einem Fußballer das Leben aus mehr besteht als nur dem Fußballspielen. Und auch das ist interessant, wie man im Nachhinein über bestimmte Dinge denkt. Du wolltest nur was zu dem Spiel Valencia sagen. Man muss ja einsehen, das Spiel war ja klar, das wird mit mir assoziiert, wie mit keinem anderen. Oliver Kahn auch über die ganze Serie, aber extrem mit mir. Ja. Ist so, als wenn ich ein Einzelsportler gewesen wäre. Bin dann mit dem Abpfiff in die Kabine und saß dann da und die waren ja alle draußen. Es waren ja 35.000 Menschen im Stadion, die haben ja, also oder andersrum, nach 6-0 habe ich erstmal ins Rund geguckt und habe gesehen, weil du bist ja im Spiel drin, also und dann siehst du irgendwann, du kannst befreit gucken, denkst, was ist da draußen los? Wahnsinn. Dann sitze ich in der Kabine und war im Grunde genommen leer, weil ich wusste, was kann jetzt noch kommen? Und war im Grunde genommen statt Freude, war es eher niedergeschlagen. Ich bin jetzt 31, was war es das alles wert? Und man lässt dann Revue passieren. Dann kommt der Oliver noch rein und setzt sich dann daneben und dann sitzt mir da, keine Rede. Und irgendwann sagt er, boah, Schmidt, geht doch. Ich sage, ja, aber du warst auch ganz gut. Das war die Kommunikation, die wir hatten. Aber für mich war es im Grunde genommen, ich wäre so gerne nach Hause gegangen. Ich ging ja mal, da waren ja 40.000 Menschen überall rum. Die haben ja alle getobt. Und du kommst ja im Wildpark nicht einfach, kannst ja nicht einfach rausgehen. Ist das etwas, wenn man hochfliegt, die Psyche belastet, weil man wenige Minuten danach plötzlich allein in seinem Zimmer sitzt? Das will ich schon nicht sagen. Ich war ja immer gerne allein. Ich wäre ja gerne allein im Zimmer gewesen. Hat es deine Psyche aber belastet, dieser Triumph auf der einen Seite, aber die Erkenntnis, ich bin eigentlich jetzt schon am Ende meiner Karriere? Ja, was soll jetzt noch kommen? Ja. Was soll noch kommen? Es ist so ein bisschen, wie wenn die Braut am Hochzeitstag heult und sagt, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Der Bräutigam heult auch, er weiß nicht genau warum. Entweder weil er denkt, die Braut ist wirklich, hat Mitgefühl oder denkt, boah, jetzt geht's wirklich nur bergrunter. Die Flitterwochen verlängern das dann meist noch ein bisschen. Und so war das auch. Oder weil dann passiert auch Folgendes: Die sind dann verheiratet, also die Ehefrau will dann den Bräutigam so haben, wie er sein soll, und der Bräutigam denkt andersrum, die Frau soll so bleiben, wie sie ist. Also dann schon ist der Streit da. Ist überall gleich, denke ich. Ja, ja, aber... Nein, aber das ist im Grunde dasselbe. Du, was kommt jetzt noch? Du bist im Nordpol und du weißt, im Grunde genommen geht es noch... Ist die Psyche eines Leistungssportlers unter Belastung? Ja. Nicht nur um Erfolg zu haben, sondern auch in den Momenten auf der anderen Seite, wo man verheerende Niederlagen auch persönlicher Natur kassiert? Ja, auf jeden Fall. Es hat unglaublich...
Wer hilft denn da? Keiner zu unserer Zeit. Ja, das keiner. Ich muss sagen, die Fußballer sind, viele Fußballer sind Meister des Reframings. Die sagen, wir stellen es in einen anderen Rahmen. Ich kann mir jetzt mal, ach hier, der Harald war da und der Ralf, wo wir in Frankfurt gespielt haben, bei Werder Bremen. Ne? Ich bin morgens aufgestanden, ich war, der Horst Hese war damals unser Trainer, sag mal, wie siehst du denn aus? Ich sage, es geht. Was habe ich gemacht? Ich wollte da reden, wie immer. Ja. Ich habe 4 Jahre lang nur mit Schmerzmitteln gespielt. Das bin ja aber kein Einzelfall. Das heißt, das geht am Ende des Tages auf die Psyche, auf dein Immunsystem, auf alles. Und dann spielten Drogen eine Rolle in deiner Zeit? Wurde mit sowas über sowas gesprochen? Drogen nicht, nein. Doping auch nicht. Doping, nur Eseldopen im Fußball. Das ist ein Doping, meiner Meinung nach, so hat man mir es erklärt, spielt nur in analogen Sportarten eine Rolle. Fahrradfahren, Gewichtheben oder theoretisch als Rekonvaleszent in den ersten 1-2 Wochen. Ja. Aber Schmerzmittel in welcher Dosierung? Wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, gab es also es war schon das komplette Programm. Ich habe es aber immer so gemacht, dass keiner es mitbekommen hat. Bei uns ist ja, du gehst in die Medizin, in den Massageraum, da ist ja alles, was du haben willst. Ne? Ich habe mich auch nicht spritzen lassen, weil ich nie wusste, was da gemacht worden und so. Höchstens, was ich gemacht habe, waren Schmerz. Lindernde. Ich habe einmal mit dem Fußbruch gespielt, also da habe ich mir den Knochen hier gebrochen gegen Michael Schulz. Da war ich sauer gewesen, habe einen Pressschlag gemacht, Ball rutscht ab, dem seine 18er Stollen mir da rein. Und solche Sachen machst du. Also da sind wir heute schon ein bisschen weiter, heute spielen die Spiele. Aber der Körper hat Notruf signalisiert, ja. Bei dir am Ende deiner Karriere, da erinnere ich mich auch dran. Der Körper hat gestreikt, so würde ich es mal nennen. Und du warst den Teil noch froh, dass es Bitburg gab, weil es hier auch Menschen gab, die dir geholfen haben. So habe ich das irgendwie... Wenn ich heute würde ich ja 12- bis 5-faches verdienen. Muss man sagen. Ich würde heute auf 6 bis 8 Millionen Jahresgehalt taxiert werden. Dann würde ich mal Peter und Norbert, würde ich mal Peter beide, De Winkel und Norbert würde ich beide engagieren und sagen, euch zwei hätte ich gern. Ich war hier in der Bitrea, das war auch cool, ich komme da hin und die Silvia war damals hinter der Theke und ich sage, ja, mein Name ist Edgar Schmidt, ich möchte gern hier behandelt werden. Meine Reha hier mal, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Also, keine Termine mehr frei. Wir haben nichts mehr frei und zwar über Monate nicht. Doch, habe ich gesagt, das geht schon, fragen Sie. Ich glaube, die zwei sind ein bisschen durchgedreht. Aber ich bin wiedergekommen. Ja. Ich glaube, dass ich noch nie so fit war wie danach. Ich bin sensationell zurück und das muss mir ein sein. Durch die Reha? Ja, ich habe die besten Trainer gehabt. Ich habe auch... Das Miteinander. Der Peter eher der Hardliner, wo wir, komm, zieh nochmal, mach, tu. Aber sie hat natürlich auch einen willigen Patienten. Ich glaube einfach, Norbert oder Peter, ich glaube, dass das schon für viele Menschen außergewöhnlich war, dass sie erstmal gesehen haben, was ein Profifußballer generell leisten kann. Also da Aber die Karriere ging dem Ende zu und es muss... Ein Profifußballer ist immer noch ein junger Mann, wenn er aufhört, Fußball zu spielen. Welche Vision, welche Ziele, welche Ideen hattest du, dass es, wie es weitergehen könnte? Das ist es ja. Du denkst erstmal, du bist der Allergrößte. Das geht schon alles. Kriegst du geregelt. Jetzt ist es so, nochmal auf meinen Kreuzbandriss, das war ein Anhebetweig Bayern München beim Wahrmachen. Hat noch nie einer geschafft. Ich habe es hingekriegt. Ich springe hoch. Bein dreht, alles kaputt. Der Doc kommt, und das ist auch die Sprache, meine Fußball ist ja keine akademische Sprache, und der Doc kommt, kniet sich so rüber, boah, Schmidt, da geht nichts mehr. Ich sage, Doc, gib mir was. Ich habe das Stadion zusammengeschrieben, ich habe Schmerzen gehabt. Und dann hat er mir dann endlich was gespritzt, und dann ging es mir ein bisschen besser. Und eine Woche später bin ich dann zu ihm hin und habe gesagt, ey, sag mal, Doc, bist du das Wahnsinn? Du, also, ja, aber warum soll ich lügen, Edgar? Hör auf. Deine Versicherungssumme, ja, 7-stellig. Nimm sie, wir kriegen das durch. Und dann saß ich da und da sieht man mal, wie Wahnsinn das ist. Ich hatte 58 Spiele, eine überragende Quote von über 0,5, also jedes zweite Spiel ein Tor. Und sagt, nee, Doc, ich muss noch mal ran. Und dann bin ich hier zu den Kameraden, zu den Jungs.
Und dann bin ich nochmal, habe ich unglaublich hart trainiert. Ich bin zurückgekommen und Lothar Matthäus hatte damals, glaube ich, 5 Monate, 2 Wochen und ich habe gesagt, das schaffe ich auch. Aber meine Verletzung war noch viel schwieriger. Lothar hat einen Kreuzbandriss, ich habe einen Unhappy Ride. Das heißt, Band ab, Meniskus geborsten. Und normales Feierabend. Normal kann ich Schluss machen. Und dann bin ich sensationell zurückgekommen, habe in 14 Spielen 11 Tore geschossen, habe dann nochmal im November mir das Band gerissen, das Innenband, das war so schmerzhaft. Also gehe auf Klaus Reitmeier, haben wir Zeit? Nee. Also, dann mach es trotzdem. Ich gehe auf Klaus Reitmeier zu und der war im 1-1 Weltklasse. Gehst rechts vorbei und denk, wenn der dann runtergeht, dann schießt du. Also gehe ich und die Beine überkreuz und er kommt mit seinen über 90 Kilo und springt. Und ich kriege ihn nicht gepackt und ich spüre so langsam, wie das Band reißt. Das hat richtig weh. Und dann war es so, dann habe ich ihn beim dritten Mal so gekriegt, habe ihn hochgezogen. Da lag ich da, schmatzend. Und dann fing der an, mich zu küssen. Tut mir so leid. Und ich sage, Reitmeier, hör dir Quatsch jetzt auf. In 8 Wochen bin ich wieder da. Ich glaube, es geht los. Und war es so? Ja, ich hatte aber Glück, es war nur Band gerissen. Ja. Also nur das Innenband oder Außenband. Du hast dann noch mal für kurze Zeit bei Fortuna Köln am Ende angefangen. Es war das einzige Spiel, Edgar, wo wir mal auf dieser Ebene Bundesliga mal zusammenkamen. Und da hat man es auch schon gemerkt. Es fehlte die Spritzigkeit, der Körper war nicht mehr der gleiche. Aber da bin ich auch schön reingelegt worden. Ne? Wir spielen in Mannheim im Pokal und der Herbert pfeift und so, ich war Kapitän, kommt dann zu mir, so am Vorbeigehen. Edgar, guck, dass mir der Teig oder die Bühne krähen, dass das lief. Und ich habe das wirklich gemacht. Aber er hat sich nicht dran gehalten. Wir haben 6-2 verloren. Ja, ja. Also, war eine sehr einseitige Geschichte. Ich weiß es nicht. Exotisches Spiel. Und die Karriere geht dem Ende zu. Ja. Dann ist der Lebensinhalt in jungen Jahren flöten. Ich sage es mal so deutlich, wie ich es denke. Man muss sich ein neues Leben zurechtdenken und erarbeiten. Und das war nicht so einfach, Edgar. Das ist der schwierigste Veränderungsprozess, den man sich nur vorstellen kann. Auf der einen Seite machst du einen Beruf, der damit kannst du sonst nichts machen, außer ich halte heute Vorträge darüber. Ne? Damit verdiene ich heute mein Geld. Du weißt im Leben. Du hast ein Sportgeschäft eröffnet hier in Bitburg. Peter ist ja auch hier, Peter Fabri, Charlie Fabri, an den ich fast jede Woche denke, und ich. Ich war dann der den Namen gegeben hatte, Charlie war. Und dann sind wir da auch, wir waren klein und fein, war auch gut. Und dann bin ich im Leben angekommen und habe gemerkt, wie schwer das ist, auch das Business. Es ist so wie Profifußball, ein eigener Beruf, wenn du den nicht kapierst. Und so war das hier auch. Und ich war total überfordert. Charlie war ein Top-Verkäufer, Top-Mensch. Ich war überfordert, wir waren beide keine Geschäftsmann. Der einzige Geschäftsmann war Peter, weil der hat ja einen Job auf der Bank gehabt. Und dann haben wir es am Ende des Tages nicht geschafft. Das muss man einfach so, weil man auch... Geld, viel Geld verloren? Ja, sehr viel. Hast du Menschen um dich herum gehabt, die dich noch gestützt haben, auch aus dem Bereich der Finanzwirtschaft, die dir geholfen haben? Ein Mentor war ja hier Günther Klein zum Beispiel oder der Albert Meyer, der mich extrem weit über die Grenzen eines Steuerberaters, geholfen hat und der das auch zum Abschluss gebracht hat. Ohne Albert, wo bist du Albert, hätte ich es gar nicht geschafft. Und wäre auch nicht mehr aber komischerweise war... Bist du Konkurs gegangen? Nein, ich habe den Kopf dafür hingehalten. Ja, gutes, das wurde mir auch vorgeschlagen von anderen Leuten. Und das Schöne war, man hat mir gesagt, der hat ja das und das und das. Nein, die haben mir ihre Wahrheit gesagt, aber ich habe das nicht packen können, nicht fassen können. Und deswegen kann ich denen doch keine... Ich bin selbst dafür verantwortlich. Ja. Und wir haben es dann nachher hingekriegt und so gut es ging Es war natürlich, sagen wir andersrum, ich hätte es auch bei einer viel kleineren Summe verstanden.
Ja, ja, das, ich weiß, was du meinst. Aber es ist trotzdem schön und ehrt dich auch, dass du damit jetzt auch gedanklich umgehen kannst. Ich habe das Gefühl, du hast das für dich auch gesortiert. Und du weißt, warum das so gekommen ist und wie es gekommen ist. Und du hast deine Schlüsse auch draus gezogen. Ich wollte es wissen. Ja. Also habe ich meine 10. Klasse nachgeholt. Dann habe ich den Status des Fachabiturs gemacht. Dann habe ich Sportökonomie in Erfurt studiert. Danach, und da stecke ich jetzt noch drin, drei Semester Psychologie, angewandte Psychologie, bin ich immer noch immatrikuliert in Bremen. Aber das ist wissenschaftliche Arbeit. Ein Stürmer, der wissenschaftlich arbeiten muss, das ist anstrengend, ich schwör's. Das kann ich verstehen. Kann nicht. Aber ich habe dann irgendwo auch aus privaten Verhältnissen, also aus wegen den privaten Umständen, habe ich die Kraft nicht mehr gehabt. Ja. Deswegen stecke ich jetzt so in. Man kann vieles hinnehmen, wenn es ins Private geht, hört der Spaß auf. Ist das so? Ja, es ist, sag mal auch, als ich dann mit diesem, es kommt ja alles zusammen. Es ist ja, da kam dieser schreckliche Unfall in Prüm, ja, wo ich schwer mit zu kämpfen hatte unter meinem Alkohol. Dann. War es eine Alkoholfahrt? Wie viel war gemessen bei dir? Oh, nur 2,02. Ne? Es war ganz schlimm. Ich muss sagen, ich habe diesen Unfall verursacht und bin in ein anderes Auto reingefahren und habe dann einen Schock gekriegt. Ja. Also ich war im Krankenhaus, bin ich dann wieder so zu mir, das weiß ich, und der hieß Dr. Löw, vergesse ich nie. Und dann sagt er zu mir, Herr Schmidt, ich darf nichts sagen, aber ich kann Ihnen nur so viel sagen, alle sind gesund. Alle leben. Alle leben, alle sind gesund, weil das sah wirklich aus so, da ist keiner ausgestiegen. Also der Unfall passiert und da sagt er, die Frauen haben mir so leid getan, ne? Und was ich das denen da zugemutet habe. Und dann am nächsten Tag kam er nochmal, da sagt der Schmidt, ich wollte nochmal mit Ihnen reden. Ich muss sagen, Sie sind außergewöhnlich. Also wenn normalerweise so Leute zu hier hinkommen, dann heulen sie über ihr Auto, dann heulen sie über, was weiß ich, kein Führerschein und was. Für mich war das eine Jahr quasi ohne Führerschein der Weg nach Canossa. Bisschen wach werden, nochmal zu dir kommen, kein Alkohol trinken, Leben neu anfangen, studieren und solche Sachen. Genau. Du hast dich neu ausgerichtet, ja. Edgar. Welche Schlüsse hast du gezogen und was ist jetzt so dein Leben? Ich habe auch durch den Fußball, vielleicht auch das Spiel von Valencia, oder man muss ja auch sagen, danach kam ja noch Bordeaux mit Zinedine Zidane, Dugarry, die waren ja mindestens genauso gut, dass ich gemerkt habe, dass mir... Wie lebst du heute? Gut. Ja, aber... Ja, wir wohnen auf der Ostalb, wir haben ein wunderschönes Haus, 3.500 Quadratmeter. Ostalb. In Aalen. Da wollte ich nie hin, aber wie das Leben so ist, dann haben wir dieses Haus bekommen, riesengroßes Grundstück, ich sehe über die ganze Dings, es ist so wie meditieren. Was machst du beruflich? Oder hast du so viel Geld damals verdient, dass du nichts mehr machen musst? Nein, ich habe ja mal ein Sportgeschäft gehabt. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, was machst du? Erzähl uns. Ich hab eine eigene Fernsehsendung, ganz klasse. Der Kneipentalk. Kneipentalk, genau, das ist gut. Ich habe jetzt, letztes Mal habe ich einen Hirnchirurg dabei gehabt und dann haben wir über Kopfbälle, ob das auch, was das nachhaltig so mit sich bringt und er hat mir dann attestiert, dass es nicht... Läuft das über den KSC? Bist du beim KSC angestellt? Ich bin nicht beim KSC angestellt. Nein? Ich bin für unseren Hauptsponsor, fürs Marketing zuständig. Ja. Der KSC will jetzt in die Pötte kommen, sie möchte mich gerne als Markenbotschaft haben. Ich bin Fußballlehrer, will das aber nicht mehr. Warum? Ist mir zu anstrengend. Okay. Im Fußball hat jeder eine Meinung und deswegen ist er auch so populär, deswegen verdienen auch so viel Geld. Deswegen ist auch das große Geld in diesem Zirkus. Das ist vollkommen so. Aber für mich ist eins, diese gesellschaftliche Veränderung und auch dieses enorme Geld, was in diesem ganzen Zirkel drin ist, in dem ganzen... hat dem Fußball die Seele geraubt, glaube ich. Es ist keiner mehr sich selbst. Wenn du Interviews hörst, grausam, der Gegner war immer irgendwie was, keiner sagt mehr, wir waren schlecht.
das gefällt mir nicht. Und die Funktionäre werden nämlich, alles wird autorisiert, jedes Interview, das ist nicht mein Ding. Aber kommen wir nicht langsam in ein Alter, wo wir sagen, früher war alles besser? Nee, anders. Anders, aber nicht besser. Schaust du noch viel Fußball oder nicht mehr? Nee. Du bist nicht der Einzige. Wir hatten kurz vor der Veranstaltung, hatte ich noch mit einem ehemaligen Spieler die Rede, der sagt, nee, das ist nicht mehr meine Welt. Ist nicht meine Welt, aber das ist okay. Es ist ja. Man muss eins sagen, Harley Davidson hat einen coolen Spruch gehabt, we sell dreams, the bike is for free. Und so ist Fußball auch. Es werden Träume verkauft und das Produkt lässt aber immer mehr nach. Aber es gibt kein Produkt, was besser vermarktet ist wie Fußball. Es ist unglaublich, was da, wenn ich jetzt nur sehe, der KSC, neues Stadion, was da aus den 34.500, die teuersten Logeplatz, 10.500 Euro für einen Zweitligisten. Also, boah. Hast du, Edgar, am Ende oder auch zum Stand jetzt das gute Gefühl, du hast deinen Traum gelebt? Ich habe es erleben dürfen. Ich habe festgestellt, das Haben ist langweilig. Ich habe ja alles gehabt. Klar, sage ich ganz ehrlich, ich hätte, als ich mein ganzes Geld verloren hatte, hatte ich ein Stück Selbstbestimmtheit verloren. Es hat mich unter Druck gesetzt, weil ich musste ja wieder Geld verdienen. Ich hatte ja eine Familie. Ich musste Geld verdienen und ich konnte nicht einfach sagen, dass ich zum Beispiel unglaublich gern gemacht habe, ich gehe jetzt am Nachmittag mal einfach in eine Buchhandlung und schaue mir Bücher an und lese und mache und tue, oder, sondern ich musste wieder, und ich musste mich wieder hinten einstellen. Also da stand schon auf meiner Stirn, Edgar, du kannst. Ja, aber der Traum, ich will das erreichen, den hast du umgesetzt. Ja. Und das wird dir niemand nehmen. Das nimmt mir keiner und davon rede ich heute auch. Ja. Auch über Ziele, die Leute in unserer Gesellschaft haben Ziele, dann erreichen sie und dann muss das Nächste kommen. Die denken immer, wenn ich das habe, dann kommt das Nächste, dann geht es mir besser. Und ich habe gelernt, egal, auch mit unserer schweren Krankheit, mit unserer Amelie, Tochter, ja, es lebt den Weg. Guck, du lebst heute und nicht, weil, und mach nicht irgendwas, dass es dir morgen besser geht. Mach doch heute, ist doch egal. Zufrieden? Bist du ein zufriedener Mensch? Ja, sehr. Ja. Ja. Also ich muss sagen, das warst du früher aber auch, Edmund. Ja? Das ist. Da war ich auch zufrieden. Da warst du auch zufrieden und gut gelaunt, ja? Aber es ist schon, weil es ist ein angenehmes Gespräch, deshalb, weil auch Facetten zu hören sind. Es sind nicht nur Plattitüden, das war so und hier und da, der Fußball, sondern man merkt auch die Zwischentöne und das macht es auch für mich, wie soll ich sagen, leicht, ein solches Gespräch zu moderieren. Wir wären am Ende unseres Gespräches. Ich soll eins sagen, den Fußball sehe ich heute sehr differenziert. Auch, ich meine, ich spüre das ja auch körperlich. Ich bin 10-mal operiert. Manchmal frage ich, ob ich ein Semester Medizin geschenkt kriege, aber es war noch keiner so weit. Aber ich gucke zu, wenn es sein muss mittlerweile. Ich war jetzt bei einer Hirnchirurgie und ich würde auch bei mir jetzt so gucken. Ich muss ja noch ein paar Mal ran. Ja? Ist das immer noch in der Pipeline, dass das immer wieder gemacht wird? Ja, muss? Knie wird irgendwann, künstliches Kniegelenk kommen, ich weiß nicht, ob ein Knöchel ist. Ich habe schwere Ritzarthrosen durch die Stürze, das ist eigentlich eine Frauenkrankheit. Ja, und dann müsste die Nase gemacht, da habe ich den meisten Respekt, weil die ist krumm und die war 3-mal gebrochen und die müsste mit so Eisenstäben wird das gemacht. Du bist zwar bewusst, aber... Ja, aber das... Und das Voltaren hat mein ganzes Immunsystem zerstört. Ja, ist es, das Immunsystem ist am Ende? Ja? Genau, ja, sehr schwach. Du hast, als wir kurz über den privaten Bereich gesprochen haben, hast du gesagt, das ist etwas, wo man ohnmächtig den Dingen auch gegenübersteht. Und ist das der Preis, den man zahlen muss? Oder was? Nein, über deine erste Ehe, die auch zu Bruch ging damals. Du hast gesagt, das kann ein Preis sein, den ich zahlen muss, wenn ich da oben auf den Mount Everest will. Gehört das mit in diese Schublade? Ich habe mir in mühevoller Kleinarbeit nach meiner Karriere das besessene Siegen abgewöhnt. Ich habe am Anfang immer gemeint, ich muss beim Golfen gewinnen, ich muss hier gewinnen. Gar nicht. Wenn ich heute Fußball spiele,
wenn ich überhaupt noch kann oder wenn ich irgendwo bin. Es ist immer cool. Mein Freund Hans-Peter Briegel, ich kick den aber ganz locker. Wir spielen immer mit Lotto Rainer. Ja, ja, ich weiß. Und Hans-Peter hat sich einfach immer aufgeregt. Er sagt, Peter, läuft doch alles. Und wenn nicht, guckt er mal, wir haben 50 Riesen eingenommen. Das ist doch viel schöner. Also eine gewisse Gelassenheit. Ja, auf jeden ja. Fall. Es ist schön. Nicht mehr wichtig, ob wir gewinnen oder nicht. Ja, Edgar, vielen ja. Dank für dieses, wie ich finde, tolle Gespräch. Du weißt, am Schluss meiner Einblicke kommt immer ein kleines Spiel noch, aber völlig unproblematisch für dich. Entweder oder, wir brauchen nichts mehr zu erklären. Es gibt keine Argumente mehr, es gibt nur noch links oder rechts, schwarz oder weiß. Und damit würde ich an der Stelle dann auch schließen wollen. Und ich fand es einen schönen, tollen Nachmittag mit dir, muss ich sagen. Dankeschön. Entweder oder. Winnie Schäfer oder Steppi? Steppi. Klaus Toppmöller oder Gerd Müller? Kann man das wie Jauch streichen? Das nein. Was? Nein, nur als wer, Toppmöller oder? Klaus Toppmöller oder Gerd Müller? Ganz klar Gerd Müller. Hans gegen Klaus, aber Gerd. Keine Erklärungen. Hansi Flick, Joachim Löw. Boah, Gleichabteilung. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Kloppo, ganz klar. Ostalb oder Eifel? Boah. Wenn ich weg bin, Eifel, wenn ich hier bin, will ich weg, wenn ich weg bin, will ich hier sein. Beides. Beides, ja. Lassen wir einmal zu. Meer. Ach, ich bin ja Entwicklungshelfer drüben, das muss ich mir einfach sagen. Ne? Klar. Meer oder Berge? Ganz klar Berge. Bier oder Wein? Boah, lange Zeit gar nichts mehr. Wenn ein Rotwein, ein Gläschen mit meiner Frau, ganz selten. Eintracht Trier oder KSC? Ah, KSC, ist klar. Geld oder Liebe? Wir sind Herdentiere, Liebe. Vielen Dank, Edgar Schmidt. Gibt's jetzt Rotwein? Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende. Das ist kein Rotwein, das ist all das, was die Eifel so ein bisschen sehr speziell macht. Und dann erinnerst du dich an deine Heimat. Und wenn dich nochmal jemand fragt, Ostalb oder Eifel, wirst du vielleicht sagen, ein bisschen mehr Eifel wieder. Weil da ist sowas Wunderbares drin und spiegelt ja. Unsere Heimat wieder. Und ich hoffe, du kommst so oft wie möglich wieder in deine Eifel. Mach ich. Vielen Dank und ein bisschen mehr Eifel. Aber ich muss auch eins sagen, ich muss wirklich wieder mehr in die Eifel kommen. Ich sitze gerade hier neben Andreas, sage ich, Andreas, kannst du mir mal sagen, wer der Landrat ist? Also, ich wollte ihn nur testen, ob er weiß, dass er es ist. Ja, ja. Aber er weiß es. Okay, Edgar, herzlichen wunderbar. Dank. Wunderbar, Dankeschön. Ja, ich finde ein wunderbares und interessantes Gespräch, das weit über den normalen Fußball hinausgeht, sondern auch viele Zwischentöne und Lebenslinien, die ich für mich auch ein Stück weit und die wir für uns ein Stück weit mitnehmen können. Die nächsten Einblicke am 9. November, dann kommt Christoph Daum. Wir bleiben noch einmal im Fußball. Ich verspreche Ihnen, danach springen wir wieder raus und werden in andere Gesellschaftsbereiche gehen. 9. November, wenn er kann, er ist schwer an Krebs erkrankt, aber ich habe auch Kontakt zu ihm und er sagt, ich werde nach Bitburg kommen. Und das werden wir sehen am 9. November. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie in dem Moment. Die Theke ist auf, ein bisschen Smalltalk erleichtert, macht den Sonntag schöner. Herzlichen Dank fürs Kommen, alles Gute, bis bald.